Oh, es ist so ungemütlich hier, ey, ja. Wegen diesem Tischbein. Kannst du, wir brauchen bessere Tische. Du hast doch mal bessere Tische. Da drunter ist so ein Ding, das musst du runterschieben. Ja, nee, das ist nichts. Achse ist besser free. Besser free, oder? So, ja. Besser free, ja. Egal. Nee, jetzt hat es schon angefangen, ich muss kommentieren. Digga, er hat schon Stock verloren, Digga. Achso, ja, fuck. Fuck. Winner round one, oder? Das ist jetzt Winner round one. Nee, ist nicht Grand Final. Danke, ja. Ja. Also eigentlich ist dieses Matchup unmachbar für CF, aber mal sehen, was Auri so drauf hat. Oh! Stop, die kennt man in Berlin nicht. Wer ist das? Oh. Digga, das ist nicht PM, das yo. War sehr smart. Digga, das ist nicht PM. Da kannst du nicht mit Zeit wieder in die Edge gehen. Das geht einfach nicht, dieses Matchup. Es funktioniert nicht. Schick kann alles machen. Schau jetzt. Digga, auf keiner Ebene funktioniert irgendwas. Oh, immer ein bisschen Tech-Chase ist. Ja, Grab verfehlen ist nicht so schlimm. Zack. Ja, nochmal einfach. Ja, let's go. Oh, habt ihr ja, Mann. Und Schnee, Digga! Das war einfach total auf jeder Ebene outplayed. So. Das war einfach, deswegen hat er die Abwehrs getroffen. Aber eigentlich bin ich noch für Benno, Alter. Oh damn, reverse up tilt, Alter. Und oh! Da hat Aori gedacht, ey. Und Backair, Digga. Nair, Digga. Noch eine Backair, ja. Das geht natürlich auch. Digga, schick ist so schief. Dusan hätte dort genährt. Gegen Dusan wäre das schon vorbei eigentlich. Dusan verliert nämlich nicht gegen CF. Ich hätte auch an Backflow gedacht. Aber ah, unmöglich, das Matchup. Ja, Digga, Rivka hier. Die Shield Grabs sind so clean. Alter, ruhig. Bitte A-Cancel mal. Okay, jetzt zählen wir mal alle L-Cancels, die er verpasst, ja? Eins. Eins, ja. Aber so hart, Alter. Zwei. Nee, warte, das war Auto-Cancel. Ah, auf jeden, ja. Immer noch eins. Immer noch eins. Immer noch eins. Zwei. Drei, das war drei. Damn, das habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob diese Nerge erkennst. Ich habe nicht mal gesehen, dass du eine Nerge gemacht hast. Oh. Ja, Mann, das hat... Lecker, das ist so geil. Alter, lecker. Ab 80 oder so geht das. Also nee, anscheinend auch früher. Aber schön geelkernst. Oh, reingejumpt. Damn, oh, Digga. Bitter. Das war so eine richtig disgusting Sheet-Combo, Alter. Das war bitter. Nee, es wird nicht geklippt. Raus. Alle springen in alles. Du bist ein Weenie, wenn du nicht in die Kombos vom Gegner reinspringst. Vor allem beim Arcadian. Du musst den Controller anplanen, wenn du gegen Rivka spielst, Saori. Ey, da hat er echt einen schweren L-Cancel getroffen. Ich mein's auch ernst jetzt. Ja.
Rivka, Benno ist crazy. Benno ist übrigens Rivka. Ich kenne ihn halt persönlich. So. Krass, Alter. Ja. Richtig VIP. Ja, ich kenne halt Berliner Mid-Level-Player. So. Die sind tight wie das. Oh Gott. Ja, du sagst hier keine Gnade, Alter. 1-0 Benno. Und jetzt ist vorbei. Ah, nein. Was? Es geht um den Gewinner von Breath. Oh, jetzt easy Edge Cut. Easy. Einfach L drücken. Ja, Mann, er hat L gedrückt. Ja, Mann. L drücken, schwere AT. So. Ja, das ist richtig, Maxi. Das hat, ja, Mann. Ja. Hi, Maxi. Gut gespielt, Benno, gut gespielt. Es hat eigentlich relativ... Ja, es sah am Anfang schon relativ even aus und dann hat er ihn einfach geschickt, so, ja, würde ich sagen. Oh, definitiv. Auri gegen Lemuren gegen Best of 3. Okay, was ist das nächste? Wer spielt jetzt? Julian gegen? Ah ja. Okay, gleich kommt wahrscheinlich, hoffentlich, Geldjunge. Und dann sehen wir zum ersten Mal vielleicht Kombos in diesem Arcadia. Shorts! Zwei Kombos haben wir schon gesehen. Stimmt schon. Bis jetzt haben wir Ultimate gespielt, aber jetzt kommt Melee. Obwohl Ultimate gibt's doch Kombos, Abtilt-Kombos. Ja. Diese tollen Abtilt-Kombos. Da steht Dusan an der Wand. So schreibe ich Dusan auch immer. Ich glaube, ich mal 6 oder 7 hier. Ist ja gerade spannender als Grand Final. Ja, ne? Damn, was ist das eigentlich für eine Pose, die Sheik macht? Das sieht voll schwer aus. Irgendwie, ne? Guck mal, wie die Beine gucken. Das ist so eine Yoga-Pose. Das ist crazy eigentlich. Das sieht eher aus wie so eine K-Pop-Pose, Alter. Weil das ist, die ist auf jeden Fall flexibel, die. Ja. Also möchte gern Weep, wenn er Naruto anguckt. Sheik ist dann Weep. Ich stehe kurz auf, komm zum nächsten Set wieder. Ich muss kurz raus. Geldjunge gegen wen? Spike. Weiß nicht, was ich kann, Alter. Ich weiß selber nicht, was ich kann. Oder Round 2, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Digga, das ist sogar schon. Das ist schon ein Winners Quarterfinals. Das brauchen wir nicht. Ja. Es gibt ja vorne noch einen Tasten, die haben. So, ja, ja. Also, wir wollen Bescheid sein. Das ist auch nicht schön.
Kannst du mir auch noch mal ein Bier? Du hast ja noch ein paar, oder? Ja, zwei habe ich, glaube ich, noch. Das ist mega kalt. Das ist echt kalt, Digga. Warum ist das so kalt? Also Fisch oder? Oh, damn. Was ein Luxus, Alter. Kann man sich gönnen. Aber hier ist wirklich halt rum. Damn, es geht schon los hier. Oh mein Gott. Geldjunge gegen Spike. Sie sieht so gut aus im Vergleich zu gerade eben. Geht. Also gleich. Ist auf jeden Fall schneller. Ja. Kann man sich halt selber entscheiden, ob man das Schnellere besser mag oder nicht. So. Geldjunge hier, klarer Favorit. Der First Seed vom Turnier. Nur weil er das letzte gewonnen hat. Oh Digga, da kam der Laser, Alter. Sieht so clean aus. Er ist halt auf jeden Fall mega schnell. Oh, wo war der Schein, Digga? Das war richtig ein Scheinmoment. Einfach Marv schön von der Ecke runter und dann noch ein Schein hinterher und Marv ist einfach tot. So. Er stirbt. Oh. Spike hätte warten können, F-Smash. Und back air. Ich? Okay. Damn. Fortschritt mit dem Shot hier. Ich weiß nicht, warum sollte das nicht sein, Stormred? Ja, nur der Gewinner vom ersten Arcadian kann ja immer noch einen Scrub. Lol, Digga. Was war das gerade bitte schön für ein Kill, Alter? Der hier, oder? Genau, der blaue da. Genau. Die Jacke gehört da auch rein, aber ich muss halt rein. Der Junge ist halt einfach gestört. Ja. Er will halt das Geld, Junge. Toro! Oh! Nein! Oh! Zu gierig, Digga, zu gierig. Das würde ich ganz gut in der Und der Tor kommt raus. Was? Das war's. 1-0 für den Geldjungen, Digga. Brad, Digga, Mango-Stubs, Alter. Oh, jetzt kommen die Grabs. Oh, Digga, kommen jetzt die Chain-Grabs, Alter? Digga, der macht nicht nur Chain-Grabs, schau dir das an, das ist Zero to Death jetzt. I swear. Okay, scheiße. Ja, Digga, Digga, Young Zartoff hat geswared, Digga. Ich hab geswared und es war nicht wahr. Aber da ist es, da ist es, da ist er. Da hat er ihn, da hat er einen am Arsch. Scheiße. Und der, Digga! Ah, Digga, wenn das NTSC gewesen wäre, Digga! Und das war richtig lame, Alter. Oh, lol. Gegen mich hat er die. Down! Oh, bist du? Oh, damn! Was? Seit wann macht der Counter? Seitdem er Scheiße spielt, keine Ahnung. Ich und, oh, Digga, mach doch nicht ab, Smash, Digga. Ich spiele jetzt so 2 Minuten fast und noch keiner hat sich stell dir mal vor, wenn Geldjunge also NTSC ist. Also eine Minute. Selbe Sache. Genau das habe ich auch gedacht. Aber dann geht's, Paul, pick ihn, was er braucht. Max, pick ihn, was er braucht. Geldjunge braucht das Herz. Wenn Geldjunge 18 wollen, müssen wir ihn Geld abdenken. Ja, dauert doch ein paar Jahre. Wenn er seine Geldbar Mitzwa hat. Du meinst du Geld Mitzwa? Ja. Was für ein Tag, Alter. Oh! Geld, Junge. Stell dir vor, Geld, Junge, NTSC. Während der Spike
Immer nur am Kommentieren. Ja, nee. Voll am Kommentieren, Mann. Digga, stell dir vor, Geld, Junge, wäre Antikapitalist. Digga, ich wette. Oh, oh damn. Yes, das war schön. Ich wette, Geld, Junge, ist low-key so richtig verbitterter Kommunist. Da stehen ja auch roten Fuchs. Kamerad. Kameraden-Fox. Digga, er scheint dich ins Gulag. Marz in die Gulags. Er scheint Spike nicht, ein Gulag-Spike. Auf geht's. Das war heftig. Das ist respektvoll. Oh, anscheinend. Der bleibt einfach stehen, Digga. Oh, aber der links und down, der immer aus dem Shield, das ist ganz komisch. Da ist er wieder! Oh! Oh. Don't do my man like that! Yes, du Wichser! Digga, mach einfach die Dings hier da weg. Ja, Digga, chill doch. Halt, als ob es wichtig ist, dass du genau das da sehen kannst. Ich brauch das, Digga. Oh! Warte, das ist auch eine beste Fall. Nee, das ist besser Fall. Oh shit, okay. Das ist besser Fall. Ja, gut, sonst wär's ja auch nicht der Spiel. Wahrscheinlich. Auf geht's, Spike! Das sieht gut nach Spike aus. Schlagzeugzaun! Ja, den hat er. Oh. Gleich nochmal FD hier. Jawoll, und nach oben, Digga. Ey! Das ist ein Trauerspiel gewesen bei mir. Ja. Alles aber gerade den Stock verloren, das war nicht traurig. Damn, gegen wen hast du verloren? Gegen Tafsi, Last Stock hat nämlich irgendwie ein Comeback, dann hatte ich keinen Fans mehr im Boot gemacht. Damn. Gegen Aogi, zweimal Last Stocks, war beides traurig so. Sad. Ja, Mann! Bisschen angepisst, deswegen. Schneller spulen! Woo! Kuro gegen Cross! Best of 5! OB gegen Foon! Warte, wo ist das Kommentieren? Wo seid ihr? Banane gegen Bob Kagel! Ich bin hier! Hey! Spike fickt ihn jetzt, das ist einfach eine klare Sache. Komm schon. Er hat ihn jetzt gedownloadet. Hey, Digga, wenn Fox. Digga, egal was Fox macht, Fox ist halt einfach. Fox ist halt super cheap, Alter. Weißt du, wenn du mit Fox so die Sachen kannst, dann ist Fox so richtig geil. Cheap, Digga. Also, Geldjunge zuzuschauen ist schon auch eine ganz schöne Gönnung. Ja, definitiv, Digga. Er hat auch gerade 96% und jetzt nicht mehr. That's it, my man. Das Winners Live jetzt on the line für Spike. Unser Bayer, up and comer. Oh, er juggelt ihn. Er hat ihn. Er weiß, dass er sich umdreht. Er juggelt ihn weiter. Das ist das Zero to Death. Wir sehen. Fortin fragt, ob du trainiert hast. Oh, er dreht sich um und er wusste es! Super! Spike, genial! Ja, Mann, ich bin am grinden, Alter. Danke, dass du es bemerkt hast. Ja, oh. Oh. Während dem Handshake hat er ihn gespiked. One-handed Spike during the handshake, das ist neu. Die Ehre genimmt, Alter. Hallo, Brosi. Genimmt, Digga. München kann halt nur noch NTSC. Weil Luca Boss-Transformation macht. Sag an. Richtig Bias Commentary, Digga! Let's go, Digga! Bremen, Alter!
München keine Ehre mehr. Egal, wann hatte München je Ehre? München bleibt weich. Oh, Nick mit den großen Ansagen, habt ihr gelesen? Wenn es schon close gegen Spike ist, dann wird es sowas von free für Koro. Ist ja so. Und gut, dass nur Bayern im Chat sind, weil, ja, wir sind halt in Berlin, ne? Da müssen die Bayern ja irgendwo auch sein. Und zwar im Chat. Schisch, ja, jetzt Digga, Koro. Die sind halt nicht auf dem Arcadian halt wie richtige Leute. Nee, auf dem anderen Arcadian. Rein. Ja, geht doch wieder. We're back, boys, alles klar. Ja, Digga, ist doch alles gut, Alter. Leute, ihr kriegt schon wieder Drunk Jambo, keine Sorge. Wir in Bayern. Jambo, wie siehst du die Chancen von deinem Boys? Cross. Cross gewinnt easy. Cross, Entschuldigung. Cross gewinnt easy. Oh, Alter. Ja, auf jeden Fall. Mach mal ein bisschen nach unten. Nicht nach oben, Digga. Ja, ja, aber mach mal da weg. Achso, ja, auf jeden Fall. Du musst ein bisschen nach unten. Okay, du verlierst gegen den Fall. Geil, ja. Digga. Es wird, es wird. Ja, das ist doch schön. Ja, das ist schon ein bisschen besser. Gegen Basso. Ah, super. Wir wieder. Ja, was, Digga? Nicht. Ja, Digga, nein, alles gut. Digga, Cross gegen Koro, Alter. King Crow, Digga. Cross. Oh, damn. Ey, jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig rum gemacht habe. Cross ist der Weiße? Ah, okay. Ja, jetzt kannst du fahren. Damn, Digga, er macht einfach den Wall Jump. Gestört, Digga. Gestört. Digga, Falco Ditus auch noch, Alter. Richtig gestörtes Matchup. Digga, Falco Matchup ist auch so 80-80, Alter. Easy, Digga. Nein, Digga, Falco ist 80. Das mit der Scheiße, die du selbst machst, jetzt endlich mal selbst konfrontiert. Das ist, ja. Das ist schön. Das ist schön. Schau mal, ist das besser nun? Ja. Ich hab eh das Geld hier, da ist was. Könnt ihr mir mal die Flasche geben? Die hier zum Aufmachen? Ja. Das ist mehr als das Ding auf Schulden. Mit Flasche ist viel einfacher. Digga, jedes Mal einfacher als mit Feuerzeug, Alter. Warte. Cross ist ein Falco aus Bremen, Diggi. Ja, das kann sehr gut sein, dass er mal in Hannover dabei war. Er ist halt viel Local in Bremen und kommt jetzt halt auch jetzt gerade so ein bisschen mehr raus. So. Er spielt auch ganz viel Netplay, glaube ich. Hannover, Diggi. Ja, damn, Digga, Vino, ich hab halt auch, ohne Witz, ich wollte halt eigentlich auch noch eine Bremen-Flag, so eine IRL-Flag mitbringen von Bremen, aber die habe ich halt einfach vergessen. Ja,
1-0 für Koro. Ist das schon besser 5, ja, ne? Koro Cross, ja. Ja, auf jeden Fall. Oh, damn. Richtig sad, Alter. Nase, Bildschirm berührt, hast gewonnen. Oh, damn. Koro sieht halt schon so aus, als wäre jetzt so ein bisschen on top, Alter. Aber... Also, Cross kannst halt schon auch, so ist das nicht. Aber... Oh, damn. Weggedankt, Alter. Hype. Digga, Cross. Jetzt mach ich ihn einfach kaputt, ja. Genau, gib ihm einfach den Schein. Jawohl. Ja, lass dich nicht grabben, Diggi. Das ist schlecht. Klatsch. Oh, noch eine. Oh, der Uptilt, Digga. Faco-Uptilt ist auch so broken, Alter, ich schwöre. Nein, ohne Witz, ne? Faco-Uptilt ist so behindert. Digga, geht einfach auch noch 3 Meter weiter, als eigentlich, wo der Uptilt ist. Digga, das ist gerade halt so dieses Norden gegen Süden-Matchup hier. Jawoll, und jetzt, ja, damn, gib ihm, Alter, gib ihm Cross. Das heißt, das deutsche East gegen West Coast. Ja, basically, Alter. Oh! Oh, damn, Alter. Koro hat sich gerade erst dreht und jetzt steht es 1-1. Ja. Ja, Maxi hat's verstanden, Alter. Das Jim Beam Setup? Das ist auf jeden Fall das ist hier ein Flach. Damn, Alter. Die Shots, Alter. Hä, das Cross hätte das auch easy ohne den SD geholt, Digga. Ja, sorry, dass das am Ende ein bisschen lang gedauert hat. Aber hier, hau rein, Pro. Ja, Digga, recycle mal bitte verantwortungsbewusst. Ja, okay. Warum spielen die eigentlich PAL? Ja, Digga, warum sollte man nicht PAL spielen? Ja, PAL ist halt schon besser, aber wahrscheinlich werden wir alle NTSC spielen, weil halt, damit wir unified sind, Alter. Wenn halt auch mal andere kommen. Es tut mir übrigens leid, dass einfach nur gar kein Commentary existiert, aber... Tag hat gewonnen. Ja, 2-0. Digga, Maschine gegen Haki dann, ne? Boah, halt, bester Fall. Damn, Alter. Ruhe, also das war gerade fast ein Forstock, Alter. Richtig rough, Alter. Damn. Aber bei Falco kann, nein, bei Sisu kann halt alles passieren. Das ist.
die scheiß DSA-Rule, ne? Ja, DSA ist halt Dave's Stupid Rule. Dave's DSA-Rule, Digga. Ich glaube, das wäre denn die DDR, aber okay. Ja. Und weg, ja. Was passiert? Und Digga, was macht. Digga, was? Oh, oh mein Gott, was? Digga, was ist dieser Song gerade gewesen, einfach? In Dance is Revolution, Alter. Dave's Stupid Rule. <Bull. lacht> So, Digga, es steht 2-1 für Corol Boys und Girls natürlich. Und Leute, die sich weder als Girls noch als Boys identifizieren. Ah, oh, damn, Alter, richtig sad. Oh, damn. Damn. Ja, Cross spielt immer noch. Und dann bist du bei mir, also ich studiere das ganze Young Link. Jetzt gegen Young Link? Ja. Damn, Alter. Ein Pro-Bracket. Damn, Alter. Ja, auf jeden Fall. Nicht in diesem Spiel. Ja. Jojo-Glitch wird irgendwann mal Meta werden. Egal. Du musst halt, glaube ich, noch irgendwas krasseres als Jojo-Glitch, damit Nest irgendwie viable wird. Man kann es eigentlich genauso wie Zelda spielen, einfach die ganze Zeit Backer sein. Ja, das stimmt. Bei Janis. Braun, ja. Ja, Bayern ist braun, klingt halt so, als wären da nur Nazis. Ja, blond ist Bremen, definitiv in Ordnung. Cross ist blond und aus Bremen. Eigentlich eine scheiß Absetzung. Das ist so witzig. Digga. Vorteil, Alter. Bayern ist immer blond, schön arisch, ja. Sheesh, Alter. Ja, 2-1 für Koro. Let's go, Cross! Das sieht aber nicht so, damn. 3-1 für Koro? Ja, 3-1 für Koro. Sehr gut, euer Bob-Tank gegen Hakio-Stream. Das tust du in der Tat, Jan. Das tust du in der Tat. Eschkinen, Bob-Tank! Cross gegen Straw-Stream. Aber den hörst du auch wahrscheinlich eigentlich schon die ganze Zeit. Digga, ich hab dich vorhin sogar schon mal erwähnt, als du das geschrieben hast. Aber du hast mich vielleicht nicht so erkannt, Alter. Digga, ich bin halt auch schon seit 13 Uhr dabei, Biere zu kippen. Ist halt... Cross hatte die Lesung, aber nicht die Ausführung. Zugelassen. Der Geldjunge da.
Es war einfach ein guter Tag. Das ist krass, ja, das krass sich einfach so hart reich gerade, Alter. Das ist so scheiße, weil er jetzt gegen Alter. Ich hab so clean gespielt, Digga, das war so traurig. Ich bin schon betrunken genug, Alter. Du hast viel gespielt, aber dein Duschkurs kann doch besser. Dein Punch Game auch. Okay, mein Punch Game ist besser besser. Das Ding ist, ich habe halt an dem Tag, an dem ich das gespielt habe, ich habe wirklich jede zweite Sache so ein Messer. Dann sehen die Sachen, die ich im Duschkurs mache, dumm aus, aber eigentlich sind sie nur, weil ich sie nicht wollte. Chinooki gegen Arzt soll fahren. Ich spiele schon. Wenn mein Tag halt so clean ist, und dann, weißt du, was wir noch machen können? Was wir jetzt bei Singles die ganze Zeit vergessen haben? Oh, die Karte. Damn, Alter. Wenn mal ein Ganondorf dabei ist, dann muss man das machen. Ist der lilane, oder? Mario! Ja. Off Target ist der rote Marv. Ja, wo ist Marv? Bei ja. Achso, das ist ja. Bei MS. Leider ist es nicht nach Dings sortiert. Das ist ja nach Sortieren ist sortiert. Ja. Aber ich habe das Haki für das Technik-Flashback. Nee, da war ich aber nicht drauf. Ich hab nicht geschissen. Ich weiß, deshalb war ich halt auch gefasst. Ich hab gerade gedacht, Gott, ist jetzt gerade irgendwie Spontan-Demo hier, oder was? Aber ich glaube, der war so ein Kobe oder was? Hannover, Diggi! Leute, macht mal hier eine Kamera. Was sollen wir damit machen? Woran? Achso, ja, du machst schon. Tough sie mit den Skills, Alter. Ja, das Landkabel ist halt super lose da drin. Ah, okay. Hier, Naki, du hast das noch. Nee. Aber ich will auch nicht ganz auf das Landkabel. Ja, Digga, bis jetzt steht 2-2 für Berlin und Hannover hier. Ja, wenn es das Landkabel ist. Bei Simon war es eigentlich schon. Simon, gebe ich was. So, jetzt ist wie gesagt. Geil. OBS-Verbindung verloren, Alter. Verbinde ja, neu. Nice, Digi. Am härtesten ist mein Dick, wenn ich Hakis Ganondorf sehe. Haki führt 1-0. Ja. Also YouTube. Willkommen Twitch. Hey. Ja, es funktioniert ja, wieder. Das Ende wolltet ihr nicht sehen, ehrlich gesagt. Ich hab nichts verpasst. Digga, war okay. Haki am Ende. Okay, viel Spaß beim Duschen, Maxi. Gönn dir. Herr Digga, du gehst raus? Ich dachte, du bleibst die ganze Zeit nur in deinem scheiß Bett liegen, Alter. Oh damn, Digga, der Bus, Alter. Schön Bus fahren. Oh damn! Was ein F-Smash, Alter. Und tot. Ja,
Digga, aber das ist halt Haki easy in der Tasche, Alter. Oh, damn, der F-Smash. Was will Boff-Target eigentlich machen, Digga? Das ist halt Ganondorf so. Damn. Oh. Dieser Trade. Und dann hört er einfach mit der Combo auf. Chain grabs! Und Digga, rausgemasht, Digga. Einfach mal rausgemasht. Digga, er grabt die ganze Zeit die Rollen. Ein. Der, Digga! F-Smash! Chat, Alter. Ömer. Was? Ja. Ein Gruß aus Bayern an Ömer von Basso. Ja. Digi, Game 3 jetzt, Leute. Sag dir, die Nord-Süd-Achse wird das neue Ding in Smash. Bayern-Bremen-Rudi? Ja, Mann, München-Bremen, beste Kombo. München-Bremen, Alter, beste Kombo, die besten Connections seit Ewigkeiten, Alter. It's true. Gar kein. Look it up. Gar keine Rivalries oder so. Nee, echt nicht. Also, Bremen-München hat ja wirklich keine Rivalry, oder? Also, warum auch? Ich finde, das ist eine Lovelery. Auf jeden Fall. Heißt so,
Also als Bremen mal gut im Fußball war, so vor 12 Jahren oder so. Ist das true, dass sie immer noch auf Platz 2 der ewigen Tabelle sind? Das habe ich keine Ahnung, Digga. Aber bist du Bremen-Fan oder? Also halt, wenn ich irgendwas, ja, also sagen wir basically ja. Aber halt, ich bin nicht so Fußball interessiert. Ich sag's dir, ich bin auch nicht Fußball interessiert, aber FC Bayern München ist der letzte Dreck, den ich je gesehen habe. Danke, Bruder. Ganz München hasst, nee, ganz München hasst den FCB, es ist wirklich so. Die richtig truen Fans sind nämlich die 1860-Fans. Ja, auf jeden Fall. Sollen wir lieber über das Spiel reden oder sollen wir lieber mit drüber? Ist so egal. Aber ich bin schon für Bofftage gelaufen. Oh, aber der Ellenbogen, der Justice-Ellenbogen. Digga, ich kann dir sagen, wird seit einer Stunde oder so nicht mehr über irgendein Match geredet. Halt vielleicht mal so in 10 Minuten, vielleicht eine Minute über das Match. Und sonst nur irgendein Off-Topic, wenn überhaupt. Okay, da wusste er das. Aber ich sag dir, Bofftage, das ist wirklich schön, ihm zuzuschauen. Er hat richtig nice Movement und outplayed ganz oft den Haki die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist immer noch ein Marv, der Dashback macht, aber hey. Man muss ja dann auch mal Credit geben. Ja, der Salt ist so real, Digga. Oh Mann. Aber er hat einen Sprung, er hat einen Sprung. Junge, Bofftage nur mit den F-Smashes. Boom. Digga. Gegen Gennendorf funktioniert das halt auch gut. Ja. Und? Papam! Ja, Digga. Was will er machen, ne? Ja, ist halt echt so. Er muss halt im Endeffekt. Oh! Ja, gut, okay. Da hätte ich. Das hätte man aber gesehen. Hätte man sehen können. Gennendorf irgendwie kann man. Zumindest irgendwie eine Fern auch machen oder so. Oh, er fährt ihn. Er überfährt ihn. Haki macht eine Grab bei Smart. Wo soll das hinführen? Oh, let's go, Nick. Ey, Nick, für wen bist du? Auto-Edge-Guys. Oh! Nick cheert für Haki, das ist sehr geil. Ja. Immer für Haki. Oh, er überfährt schon wieder, Alter. Ja, Digga. Digga, mit dem Reverse-AP. 200%. Oh, ab Airstrings, Digga! Lecker! Oh, damn! Damn, der letzte Stock, Bruder. Digga, das war richtig free, Alter. Schöschkebab, Mann. Haki 2-1. Ja, ich muss mal dringend strölen gehen. Alles klar, dann. Ich halte hier die Stellung. Yo, jetzt wo ich alleine on Commentary bin, wenn ihr euch noch nicht für Awakening confirmed habt, seid ihr einfach nur geistesgestört, geisterkrank und alles weitere, was in die Ecke zielt. Es ist nicht in Ordnung, wenn man jetzt noch nicht für Awakening confirmed hat. Wenn man aus einem deutschsprachigen Land kommt oder wenn man jetzt hier zuschaut und mich versteht, muss man innerhalb der nächsten halben Stunde für Awakening confirmen. Weil sonst bin nicht nur ich traurig, sondern dann ist Nick traurig, dann ist Bux traurig, dann ist Koro traurig, Spike ist sowieso immer traurig, Jens ist traurig, kommt einfach alle auf Awakening. Awakening ist nämlich das größte Turnier für dieses Spiel, was ihr gerade da seht, was es dieses Jahr in Europa gibt mit einer Cap von 400 Spielern. Der Early Bird ist fast weg, also meldet euch an. Oh, normal confirmed, SRFT. Guter Mann, eine gute Entscheidung, du wirst es nicht bereuen. Auch PM wird gespielt. Ich habe auch gehört, es gibt Side-Events für alle, die Smush mögen. Nee, Awakening ist unten in München, aber ist super gut zu erreichen. Selbst von Berlin sind das nur 4 Stunden per ICE, habe ich jetzt auch gemacht. Ich bin jetzt extra gekommen. Deswegen... Schau, Early Bird geht noch eine knappe Woche, also kein Grund nicht zu confirmen, kommt alle auf Awakening. Okay, zurück zum Game. Bof Target, ey, ich würde mir schon wünschen, dass der hier noch was reißt, weil Game 5 wäre schon cool. Aber das sieht doch schlecht aus. Haki derweil, nachdem Game 1 an Bof Target ging, wenn ich mich richtig erinnere, oder Game 2, jedenfalls nachdem Bof Target gewonnen hat und die Crowd richtig hype war, ist Haki rübergegangen und hat seine monströs großen Kopfhörer geholt, was ich auch respekte.
weil die Crowd ist natürlich beim Arcadian schon halb Digger. Geiler Confirm hier von Buff Target. Aber er ist immer noch One Stock up und hat noch keine Prozente gefressen in diesem Stock. Das ist respektabel und oh, Tournament, nicht Tournament Winner. Math Killer, aber braucht er gar nicht. Alter, der, oh Gott. Tja, wo ist der swaggende Buff-Target von Game 2, frage ich mich da. Aber das war's. That's it und wir haben ein cleanes 3-1. Hucky, damit eine Runde weiter. Buff-Target out of the game. Was haben wir als nächstes, mein lieber Co-Bobby neben mir? Ganz kurz mal, Atze. Er braucht einen Moment. Was ihm auch gegönnt sein soll. Er ist nämlich hart am Rotieren, Digga. Wir haben Haki gegen Spike. Off stream, though. Off-stream. Oh, let's fucking go. Spike gegen Haki, Digga. Es wird einfach nur gestört. Jetzt kommt der nächste Marth. Haki jetzt richtig warm. Jetzt ist er richtig warm. Stopp. Oder? Was? Warum Stopp? Warte mal, Leute, ganz kurz. Vielleicht müssen wir das hier noch zurückrufen. Kobobi am Checken. Eieieiei. Ja. Ja, passt, okay, wir haben. Eieiei, Haki gegen Spike. Ja, ja. Hast du gerade was ausgesteckt, Kumpel? Nee, weil. Ah, deswegen ist das. Muss mal einstellen. Wo ist denn die Maus? Da. Ja, aber wir sind gleich wieder back, Leute. Ihr seht ja. Ja, ihr seht's ja sowieso. Ja, das sieht gut aus. Wir haben jetzt nämlich auch einen Beamer angeschmissen, weil jetzt wird's verdammt nochmal Hype, Leute. Get your Hype up. Wir haben Spike aus München, up and coming. Er spielt ungefähr ein Jahr und er ist gestört gut geworden. Ich finde das mega nice. Spike verliert das Tic-Tac-Toe, Flifla-Flu. Brauchen wir das andere auch noch? Brauchen wir jetzt da? Ja. Aber da, was ist hier los? Wir müssen noch einstellen. Tic-Tac-Toe-Stormlet, so heißt das bei coolen Leuten. Wo ist denn die Maus hier? Da unten, hast du gesehen? Fuck, das ist richtig hart zu erkennen. Aber ich sag mal so, wir starten rein. Ah. Das brauchen wir ja nicht, oder? Das brauchen wir? Nee, hier. Ich weiß nicht, wie. Jetzt musst du nur noch da. Jetzt spielen wir das. Also Leute, wir haben den ersten Grab. Komm schon, Alter, ich bin minimal für Spike, aber Haki ist auch eine coole Socke. Kann man nicht, man muss auch mal krass sein, wenn man Ganondorf spielt, ist schon, Alter, der fucking F-Slash. Das könnte der erste Stock sein. Warte, ich schreib schon. Machst du noch den blauen Mark rein und dann haben wir's. Sehr schön, wir sind da. Gute Frage aus dem Chat. Ist das Best of 7? Nein, es ist nicht Best of 7. Let's go. Also Spike hat auf jeden Fall in seinem zweiten Stock gut aufgeholt hier. Das ist zu strong. Oh, krasser Edgeguard. Ich weiß nicht, ich glaube, ganz ehrlich, Spike hat nicht die meiste Practice gegen Ganondorf. Was schlecht, nee. Also man kann es nicht.
So. Okay, Nick. Danke, dass du bei uns bleibst. So, inzwischen ist auch der Stream hier für die Venue am Laufen. Der Stream hat einfach gerade das beste Set verpasst. Einfach Strawstream gegen Dings hier, gegen Cross. Ja? Das war halt mega Hype. Das war halt Game 5 und es war einfach nur gestört. Und Stream hat halt was verpasst. Dann guckst du stattdessen lieber Marv gegen Kobobby? Gegen Konsti? Ja, hier! Das ist mein hier, oder? Ist Top 8 komplett on stream? Also, das ist deins. Ja, der nächste ist meins. Ja? Andere, wie weit sind die gerade? Das weiß ich nicht. Gerade angefangen. 1-0 für Haki. Ja, Konsti debatet noch mit sich selber, ob. Wir haben alle Bock, ja. Und wir haben Zeit vor allem. Also, eigentlich haben wir keine Zeit, das ist schon schlechter Zeitplan, aber ich würde das machen. Ja, Konsti hat gerade zugesagt, wir haben. Bobby hat gesagt, wir haben Top 8 komplett on stream. Das wäre doch wunderschön. So mittel. Geht, oder? Ah, dicker goldenes Fass. Heute represent. Nee, ich glaube, wir gehen heute nicht ins goldene Fass. Anyway, leider habe ich nicht gesehen, wer das erste Game gewonnen hat. Haki hat das erste gewonnen. Dann sind wir wieder up to date. Tja. Ich wiederhole nochmal, Spike hat, soweit ich weiß, 0,0 Erfahrung gegen diesen Charakter. Also. Einige sagen ja auch, dass das Match-up so recht even ist. Ja? Dass Ganondorf sich da gar nicht so schlecht schlägt. In dem Match-up. Ja, ich finde, das ist eins seiner besten Match-ups. Das und. Habt ihr sowieso. Das, Eisig und Pummelhof wahrscheinlich. Ah, Pummelhof. Ich spiele halt super viel Pummelhof-Szene. Boah, ja. Ich weiß schon genau, wie das funktioniert, ey. Verlierst du das? Ich hätte halt gesagt, so Steve oder Slide Wave war Pummelhof. Aber das ist halt so schwer für dich, die ganze Zeit zu outplayen. Weil er gewinnt halt jeden Trade und muss eigentlich resten, wenn du resten willst, stirbst du dann bei Null. Ja, aber das meine ich ja auch, weil ja, Slide Favor kommt. Wer hat eigentlich das schon gesehen? Z-C-O-R-T. Weil ich jetzt auch noch nie irgendwie Hungryboxed groß gegen Gannon. Schaut das an Psychos. Der droppt halt Games gegen Eisen. Oh, damn! Der Bowser. Der, dessen Namen nicht genannt wird. Stall ihn aus! Stall ihn aus! Oh, Jan Tipper auch! Absolut, wenn die Leute das nicht ausspielen, weil die Stage ist so ein Blödsinn. Oh, die Stage ist so super. Fick ihn doch einfach, Alter! Die Stage ist voll gut für Marvel, aber nicht in seiner. Ja, da war's das doch. Nein, er lebt immer noch. Komm schon, ich brauch nur einen Tipper hier. Papam! Was ist das denn denn? Jetzt da man ja ins Smash Ultimate die Stage-Ersatz ausmachen kann und trotzdem überfahren. Nicht mal aller Stages, die in Frage kommen und erlaubt sind, kommt es mir echt bescheuert vor, dass mein Melee immer noch Stage spielt. Du hast doch neulich so eine Tierlist gepostet, oder? Oh nein, er hätte nur hängen bleiben müssen. Das überlasse ich dir mal. Währenddessen beim Pummelhof war so low. 209% auf diesem Haki. Das ist übrigens nur das Top 8, Leute! Ich meine, so cool ist Pummelhof jetzt auch. Mal abgesehen davon, ob das sein sollte oder nicht. Zum Zugucken oder zum Spielen? Das ist sogar alles stimmt. Weil ich finde Pummelhof ist kein mega cooler. Ja, das ist geil. Wenn du immer so die gleichen Tools hast und so einfach. Sind halt stark und so jedes Matchup eigentlich auf der Ich habe das da oben mal gesehen. Da habe ich zumindest das. Pummelhof, da degenerieren voll viele Matchups. Ey, Bus, kommst alle einsteigen, bitte. Ich glaube, er hat ihn jetzt dreimal gekillt mit dem Bus. In diesem. Ja, das ist halt schwer zu halt. Oh, diesmal will. Diesmal will Spike mehr. Aber Haki mit dem eiskalten Blick bleibt hängen. Hängen geblieben! Weißer Haki mit eiskaltem Blick. Ganz genau. Wo ist denn das eigentlich? Max, mach was Cooles! Ich kann nix! Max kann nix Cooles machen, er spielt Marc. Das war echt so.
Oh, direkt in die Arme gesprungen. Und jetzt wird gechained Grabarinot. Ah, noch einer. Wer weiß, wo man hin, dass die einen muss. Wer weiß es nicht offensichtlich. Einfach so knapp hinter ihm, ja. Wie bei ungefähr allem. Und bumm! Ah! Diesmal hat er gewartet! Diesmal hat er gewartet und es war gut. Und jetzt nochmal bumm. Ah. Eigentlich immer hinter ey, bei sowas, weil es immer die Chance, dass er den Dashback verkackt. Ja. Und den Grabber grabt er nicht. Wer bist du eigentlich? Jojo. Ah, du bist Jojo. 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 Nice. Bist du Basso? Ich bin Basso. Ja, Last Dog für Spike, aber den holt er sich noch. Yes. Tja. Welches Stage werden wir danach sehen? FD oder Pokémon? Welches Stage danach? Das klang gerade wie so eine Anspielung. Das klang gerade so nach einer Anspielung. And ja, that's weil it, man. Das so das Klischee-Ding so. Oh shit, we got something. Some English guys. 420 Kappa Pride Blaze it. He tells us how to DI out of. Out of the chain grab. I guess straight you don't play PAL though. Ich glaube nicht, dass es anders ist. In Update. Nee, bei 0 funktioniert das noch nicht. Nee, also bis 30 ist es true und dann ab 30 kann er rausspielen. Bei 0 ist es noch nicht true. Wissen wir sicher? Ziemlich. Okay. Oh shit, Vinno! Alter, Digga, gar kein Problem. Aber so herzlichst gerne, das glaubst du nicht. Ja, ist aber nicht true, glaube ich. Springen sie nicht weg. Was habe ich dir denn gegeben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. We don't claim to know if it works or not. No, we don't know. It's probably the same, though. Ja. The chain grab in Palo und NTSC is the same. Ja, yeah, it's the same. Nein, Marv liegt ein bisschen weniger, das sollte was ändern. Okay, aber ich weiß nicht. Marv weighs a little less, so maybe it's a bit different, but it shouldn't be. Wenn dann sollte er ihn besser checken. And the down tilt. Nice, that was nice. Great gameplay. Sehr gut. So cool, wow. Marv. Chef, und du wirst dir so Noise-Blocker-Kopf noch holen, um das Commentary zu hören. Du hörst nichts anderes als das Kassel, so schrecklich, Alter. Was für Wackness, Bruder, es ist Arcadian. Oh ja, hatte ich dabei. Mega, freut mich, dass du dich erinnerst. Ich wundere mich ja, dass er nicht auf den Weg gekauft hat. Ja, auf jeden Fall, das ist ja das beste Stage eigentlich. Obwohl nicht Green Green ist noch besser. Also, ich habe auch schon gerne das gegen Marv, Counter-Pack gesehen. Ja, es ist auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, ob es auf dem Level so ist, weil Marv ist ja noch der erste Smash Heavy, also schwer immer halt nicht alles auszuhalten. Wir werden es auf jeden Fall aber auch noch sein. Wenn Tassi gegen Homo verliert, kriegt Haki noch einen Marv. Ich denke, es ist mir der Marv heute. Hey, das ist halt sein bestes Matchup nach einem. Oh, sorry. Let's go, Kevin! Und ich hab's den. Er kann das noch gewinnen, aber es ist schwer. Ich zeig ihn, dass er runtergezogen hätte, aber der hat gar nicht getroffen. Die Mars-Seite? Ja. Oh, das ist eine geile String gerade von Spike. Oh, das war's. Let's go, geiler Stop Kevin von Spike. Das. Komm. Auf geht's, Max! Nein, Sieger sagt sowas nicht. What the fuck? Keine Angst. Ah, das ist er noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Oh, das war zu gut. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, oh ja, Mann, let's fucking go! Das war so gestört gut. Er hat ihn. Piekst ihn einfach, spielst ihn einfach auf! Ja, Mann, komm schon, bitte. Noch einer. Ja, super, gut gemacht. Komm schon, noch einer. Oh shit, down throw? Oh, das ist so spannend, ne? Das ist so spannend jetzt gerade. Oh, das könnte es gewesen sein. Aber er bust nochmal runter. Das war's jetzt aber. Ja, Mann, so let's Situation go, Spike! Machen, einfach nur zu denken. Fuck. Spike! Voll nice. Oh, wir updaten die Score. Kapow! Und wir sind auf Dreamland. Chain grips sind on, Digga.
Ja. Ja. Ich glaube, ich muss für Marius sein, aber meine, ja, mein, also ich suche dir meine Wette mir egal, wenn Marius spielt. Warum musst du für Marius sein? Ja, weil er mein größter Arzt ist. Der größte, der dickste, der fetteste, der größte. Ja. Digga, Marius hat schon so viel Scheiß für mich gemacht, ne? Ich liebe dich. Ja, alle in diesem Raum und alle im Chat hassen diesen Mart gerade. Aber alle hier sind auf deiner Seite. Wo werden diese hyper-lamen Marvs überall gezüchtet? Ich hab mich schon so allein gezüchtet. Natürlich hassen alle mal. Ja, ja, so ist es. Ja, Carbon ist so einer der wenigen, die so halbwegs okay sind. Ja. Oh. Er spielt halt immer noch mal. Ich kann auch nicht. Das gibt nur so ein Level, den man erreichen kann. Und Jan Tipper ist auch eine coole Socke. Oh oh. Ich glaube, Spike Marv wird dicke bumst. Ich bin zwar nichts, aber trotzdem. Ich meine, das gleiche Argument wie bei Puff. Ich bin zwar nur einer, aber mag doch keinen. Oh, jetzt hat er. Oh, jetzt hat er ihn am Sack. Ja, ich will mich halt da nicht drüber aufregen, weil ich ein 30-Spieler habe. Nice. Gut geedged gerade. Aber dieser Tech-Chase sieht immer schlimmer aus. Tech-Chase muss einfach gönnen. Tech-Chase muss gönnen, er kann das schon mal. Das ist schwer damit. Boah. Damit ist Spike aus dem Turnier. Der ist und Haki Top 5. Triff bei dem Strong Dream. Top 5? Ist nicht Top 8 jetzt erst? Ja, aber jetzt. Achso, nee, vorhin stand da noch Losers Top. Losers Runde 2. Wen haben wir? Rivka Straw Stream. Also, Rivka. Oh, okay, jetzt soll ich ja nicht. Was? Geh mal auf den Chat. Mach du mal. Okay. Wie ist das? Was probierst du? Was spielt Strawstream? Strawstream spielt Spots. Das hat eigentlich so lang. Rivka. Okay, Rivka Strawstream, up next. Scheiße. Weißt du, wie ich war? Bei Strawstream. Was ist denn White? White? Weiß White. Anyway. Okay.
Wer ist der Texaner? Eigentlich warten nur alle auf Koro. Bist du der Texaner? Ja, let's go. Das Team ist back. Aber du musst auf Deutsch kommentieren. Das geht überhaupt nicht. Ich habe einfach nur zwei Jahre, wo ich Platz mache. Ja, wenn du möchtest. Alright, let's go. We got Flux Mob. Hey guys, how you doing? Alright. What's the next matchup, do we know? Oh, shit. Yeah, Rivka against Strasbourg. Alright! Oh shit! Alright! We in here. Marius Ultras. Marius Ultras. Alright. Müssen wir auf Deutsch oder Englisch heute? Deutsch. Ja, wenn du Englisch machen willst, können wir auch Englisch machen. Nein, ich gebe noch Deutsch. Deutsch meinst du? Okay. Es gibt Deutsch. Alright, wir versuchen auf Deutsch zu machen. Konzi. Ich mach das gerne, ja. Also mir ist es wurscht. Ja. Ich muss besuchen. Ja. Alright. Wir haben den Texaner geholt, extra damit er Deutsch spricht. Ja, genau. Hast du ein Bier? Nein, ich habe nur Pizza gerade. Pizza? Ah ja, da hat er jetzt. Oh, schon hat er eins. Schon hat er eins. Stimmt, 5 Euro übrigens an alle, die es nicht mitgekriegt haben. Koro hat fett verloren gegen My Boy Mr. Love 3-0. Ey, ich bin der harte Mensch. Alright. Der Texaner hat ein Bier. Da ja, genau. Der Texaner hat ein Bier. Und wir sind Sternburg. Alright, wir sind schon im Spiel, ne? Ja, wir sind drin. Oder? Nein, ich denke nicht. Nee. Erstmal nicht. Ja. Esch? Auch wärmen. Ja. Wir haben das gefixt, Jan. Aber kein Bier. Na. Kein Bier haben auf German Smash Events. Das ja, geht nicht. Nein, es gibt schon Bier hier, denke ich mal. So, erstmal eine Kiste Sternburg und dann hoch. Das Beste war, als so ein Typ reinkam, der meint, er ist Sterni-Mann. Ja, ja, genau. Kennst du ihn? Ja, ist auch bei dem Weekly dabei. Und, ja. Was ist mit ihm? Der ist der Sternburg-Mann, also der Sterni-Mann einfach. So ist auch sein Tag und dann er kommt immer, so nicht immer mit einer Kiste. Aber ja, ich kann, dann ist er auch zuverlässig darauf, dann Sternburg dabei zu haben. Oh, was eine Legende. Ja, der spielt auch Samus übrigens. Weil ich finde, oh, wow. Ja. Ich hab doubles das ganze Bracket. Ja, wie viele habt ihr normalerweise? Wie viele Menschen auf einem Weekly? Normalerweise dann 20 oder so. War geil. Ja, das macht Spaß auch. Berlin bleibt hart, Mann. Ja, da war ich das. Stormlet. Definitiv eine Legende. Auf jeden Fall. Wir haben nicht mal. Kennst du Stormlet? Nein, kenn ich nicht. Also kann sein, das weiß ich nicht. Warst du in Wittenberg? Nee, ne? Ja, ich war schon. Ja? Das ist der Typ, der so. Nein, kann nicht sein. Okay. Diese Hurensohn. Ja, der Spast, Alter. Ja, der am Sterben gewesen war. Der sterbende Schwan. Ja, genau. Alright. Let it be known, Mann. Let it be known. Alright. Here we go. Aber alles gut. Alles gut. Das hat so riesig Spaß gemacht, der Herr Stormrat. Das war so geil. So die ganze Zeit nur am Schreien zu hören. Los geht's, Marius. Los geht's. Let's go, Marius. Alright. Rivka. Also, ich bin für die Hometown ist immer, Hero wer Rivka. Wer ist denn jetzt Berliner hier von den beiden? Also, Rivka. Rivka ist Berliner, ja, und genau, Shoshi ist ein Greifswein. Rivka ist Berliner, aber Marius ist halt auch mein Abzug. Rivka! Marius ist Umland Berliner. Marius ist ja. Omega-Abzug. Umland. Ja. Keine Frage. Aber also Benno ist auch Abzug. Auf jeden. Aber ich denke, ist das so schwer. Also, ist schwer. Eigentlich ist das ziemlich schwer. Ist schwer. Los geht's, Mann. Los geht's. Ich bin einfach für beide. Möge der Bessere gewinnen. Ich bin für Rivka. Ich habe mir Benno gerade ausgewählt, der kann das nur gewinnen. Oh, Phantom Shine. Alright. Marius hat mir gerade seine Liste gesagt. Alright. Sachen, die er gegen machen will. Von Sachen, die er gegen Rivka. Ja, die können uns besser hören, ne? Also die anderen. Oder? Sieht aber gut aus für Strasbourg. Sieht gut aus. Oh, ja. Aber da wird er ja, runtergebracht. Oh, der Becke, oh, der Edgar ist gut. Wie ein Roboter. Oh, beep, boop, beep, beep. Oh, das ist auch eine wunderschöne Rolle, Atze. Ja. Und damit kriegt er den Stock. Alright. Atze, alright. Rolle. Das war eine einzige Rolle, die den Stock gemacht hat. Kommt nicht nach Berlin, alle sagen Atze. Atze. Das ist übrigens ein Rematch aus Pools. Da hat Rivka 2-0 gewonnen. Ah, ja? Okay, 2-0 alles klar. Gewonnen, ja. Gut zu wissen. Das sind First und Second Seed aus dem Pool. Das heißt, das irgendwas stimmt am Ziel nicht. Nein, das stimmt. Alright, alright, Rivka. Get Battlefield. Wenn Pool sich in Losers Top 8 wieder treffen, dann stimmt was am Ziel nicht. Dann hat irgendjemand wurde geabsetzt. Achso, das ja. Irgendwann jemand wurde geabsetzt. Ja, Rivka nämlich von Top Seed, der im Winner Semi ist. Stimmt, ja.
Winner Semi. Winner Semi. Winner Semi. Ist Top 8. Das ist hier Winner Semi. Ist immer Top 8. Winner Quarter ist Top 12. Was haben wir jetzt? Das ist Losers Top 8. Nee, das ist Top 8. Losers Quarter ist Top 8. Ja, Losers Quarter ist Top 8. Das hier ist gerade. Nee, Losers Quarter ist auch Top 6. Top 8. Top 6. Top 8. Top. 10 Euro. Die Wetten hier. Oh! Alright. Die Rakete. Ja, okay. Bitte. Oh, den hätte er haben können. Alright, er hat ihn gefährt. Wusstet ihr, dass Fox Rocket Raccoon von den Guardians of the Galaxy ist? Fox ist Rocket Raccoon von den Guardians of the Galaxy. Oh, ja, stimmt. Aber nicer. Ja. Alright! Das ist Stein, finde ich. Das ist das Dash-Affair. Even. Ja, all even now. Los geht's, Mann! Okay. Oh, okay. Pressure! Prap. Alright. Der Presh. The Presh. The Presh. The Presh. Der wurde gepressured. Oh, let's go, let's go. Alright. Der weiß ganz genau, wo der hin wollte. Oh, der weiß ganz genau. Oh, der weiß aber auch ganz genau, wo der andere hin wollte. Und er hat einen riesigen Schwanz. Wie gesagt, ich hab ihn gesehen. Big Energy. Alright, und das ist die Führung jetzt. Die Rivka. Führung. Aber Ben, ich wette, Ben hat auch groß. Ganz ehrlich. Ja. Beide Spieler haben einen massiven Dick. Top 8 sind kaum kleine Schwänze. Gibt's einen Menschen dabei? Oh, shit. Oh. Oh, der hat das F-Smash konnte nicht. Es gibt Leute, da weißt du, du siehst nicht, denen im Gesicht nicht, an, die müssen also niemandem was beweisen, die haben schon den Leben lang mit einem großen Dödel zu kämpfen. Okay, okay, ja. Und was kriegt ihr? Oh, okay. Gute Reverse. Ja, auf jeden Fall. Bitte back air. Mein und nochmal der Back air heute ist. Schön. Oh, alright. Beinchen. Alright. Macht Rivka den Rivka oder. Oh nein, das Slow Get Up. Das Slow Get Up, das ist nicht mit Absicht gemacht. Okay, ah, mit der Fair. Got it. Es wird geslappt. Alright. Keine Chance. Die 1 zu 0 für Rivka gerade. Ich hab Rivka aufgegangen, der kann das nicht verlieren. Team Bernau. Bernau. Team Bernau. Jasmine? Nein. Team Jasmin. Alright. Ja, also Marius war ja, bevor ich mit Marius und MSB konstruiert habe, war Marius Konstantin Teammate. Alright, oh, Partial Tech Chase. Oh! Oh, mit der Becke. Und was jetzt? Okay. Oh, 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 what? Oh, 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 es sind die Zehenspitzen. Das war das biggest brain play, Mann. Ja, klasse Edge Guard. Ja? Ah, das war schön. Ja. Oh, und das ist es gewesen für diesen Stock. Ach, Herr Jemine. Alright. Er taumelt. Er taumelt. Oh, oh. Ja, er wollte den abtilt, aber ja. Zu weit im Waveplay. Aid Ass hat einen sehr schönen Kommentar geschickt. Ne? Oh, 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 oh. Das ist ein guter Kumpel hier, Aid Ass. Oh, ist der dann? FTO aus München. Okay. Oh! Oh, 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 oh mein Gott! Oh, oh mein Gott! Oh, sick me, ist das Geld, Junge, oder was? Ja. Aber Geld, Junge, macht kein F-Smash. Das war Big Dicks F-Smash. Ja. Oh, so weird. Was ist denn los gerade? Alright. Bruder. Wir schreien auf Rivka da, ne? Oh! Oh, oh mein Gott, jeder Schuss ein Treffer. Oh. Oh. Du hast viel mit dem Pop-Up. Marius fühlt sein eigenes Gesetz. Oh. Und was jetzt? Okay, mit der Backe. Und nochmal das Backe. Alles klar. Und Benno hat zurückgedickt. Was ist die Odds, dass Benno das noch holt? Null. Oh. Er drillt halt wieder nicht. Er drillt nicht, nein, er lässt sich Crowdcancel. Wie auch immer. Mit seinem Coaching, Jungs. Nur wenn er geht. Coaching. DQ. Wenn er von so Crowd chant, right. Information extrem, dann hat er sich das verdient. Finde auch. Wenn die Crowd auf seiner Seite ist. Oh. Oh, gar kein Oh, what? Oh, das ist es.
Marius hat vergessen, wie man spaced und zack. Du hast das gemacht. Du hast zu konsistent mit der Netflix. Bumm, getroffen. Jo, jo, jo. Das Battle wieder offen. Oh. Aber das, das war's. 1-1. 1-1. 1-1 für Sorcery, wir haben es zurückgebracht, ne? Ist das schon das Grand Final? Oh, das Rift gesät. Rift gesät. Rift gesät. Der Bruder ist am Ende. Mit der Rift gesät Emojis bitte in der Chat, bitte. Ja, ja. Stimmt, ja, die, ja, da ist er schon. Ja, Mann, ja, das waren wir. Ja, das war ich. Wir brauchen noch mehr. Alle, die es haben, spielen. Marius! Fick mein Arschloch! Wer ist der Geldjunge dieses Arcadiens? Ja. Der heißt Marius! Digga. Oh! Gut. Und genauso doof wie Geldjunge, wenn der Falco nimmt. Oh, Rivka hat ein bisschen gechoked an der Stelle. Das hat gar nicht gemeint, natürlich. Aber mit der Backer, okay, Legend Backer, okay. Oh! Wo der, oh! F-Tilt fair, F-Tilt fair. Und er weint. Ja, und er weint. Na. Oh, was war das für Needles? Was ist da los? Okay. 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 Aber ich respekte auch, dass beide komplett ohne Kopfhörer spielen. Ja. Endlich mal. Das stimmt. Dass beide komplett mit Crowd-Mic spielen. Genau. Full on Crowd. Ja. Die können es auch hören, ne? Digga, was ist mit Marius? Es macht Beep und es macht Beep Boop und es macht Beep Beep. Oh. Ja, oh. Und geht da so ein Alter, Rip. Wow. Also völlig egal. Und dann wird der Punish gedroppt, ja, wenn es um alles geht. Ripka. Oh. Ah. Welche Richtung entschieden? Riff! Oh! Toll! Gecharged up smash. Und jetzt? Oh, mit der Pferde! Das, oh, das muss es sein! Das muss es sein! Die Füße ins Gesicht! Oh, Strawsman! Nicht okay damit! Zwei wieder im Führung! Oh, oh, abgefixt! Was ist denn mit Marius los? Ja. Marius ist so shaky! Das sieht, oh, gar nicht, oh mein aus. Gott, er möchte dieses Stock so gern finishen! Hey. Aber hat er ihn sich bisher verdient? Ja. Ja! Und weg, nein, ist er! Und weg ist er! Und die Antwort folgt auf dem Fuß! Was? Ah! Was? Ah! Ich sollte mein eigenes Haus. Oh! 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 Pressure-Situation. Oh, oh, Rivka Move mit, Digga. Oh, so geil auf den Plattforms. Na, oh. Schmoven. Alright. Das muss alright. Sein. Alright. Das war es. Das war's. Großer Einatmer von dem Strawstream. Er vertraut sich. Ja. Er vertraut sich. Oh, oh, easy, easy 17. Oh, und jetzt, okay. Oh ja, und bumm! Wow! Oh, wäre geil gewesen! Wow! Aber ready einfach, genau. Jetzt abschmischen. Nice. Ja, gute Idee. Deswegen ist es. Okay! Hello! Das ist jetzt das wichtigste Teil jetzt, ne? So, letztes Stock, drittes Spiel. Oh, der geil, das wird super. Ja. Okay. Oh, 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 wow! Oh, Mama! Wo kommen diese Kahn-Kombos her? Oh, wait! Digga, fair ist das Limul. Oh! Wolfgang, noch das eine Chance. Das könnte doch sein. Oh, er grabbt. Oh mein Gott, after up air, es passiert nicht. Er weiß nicht, wie man dasht. Oh, es ist tense, alles sind ruhig. Ah! Das ist richtig gut von Wolfgang. Das heißt, oh! Das war er, hat den Jump, er hat den Jump, er hat den Jump. Er kann zurück. Ja, aber reicht! Smash. Und es reicht! 2-1! 2-1 für Strawstream! Beobacht ihn wieder gut in das Spiel, ne? Los geht's! Hat die Führung! Ja, guck mal auf das Publikum da, alle sind froh! Ja, Mann, alle gucken gut aus! Echt gutes Smash in Berlin! Oh! Alle am Zugucken am Beam! Alright! Oh, Runback? Jetzt sehe ich's erst! Ja, es war jetzt ein Counter-Hit. Ja. Das meint, also auf den V-Körtchen. Oh mein Gott, er moved aber so schnell. Holy fuck. Der Geldjunge des Arcadians. Oh, 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 oh Gott! Der fühlt sich schon. Oh! Oh!
Wow! In seinem Kopf! Mensch! Wie bup, bip, bip, der Roboter hat übernommen! Skynet gewinnt! Hm. Always! Wow! Und was jetzt? Ei! Das muss sein, ne? Okay! Oh Mensch, das ist so schwer! Marius geht direkt in die Grenze, die. Ah! Egal, wir haben alle Chancen, Marius kann trotzdem komplett Wayshift. Ja, natürlich! Komm, Technik! Oh! Die Bunde schon mal raus! Unterm was? Voila! Wer ist dieser Mann? Los geht's, fühlt sich so gut. Der reißt sich zusammen. Also, wie ich mache das, aber ein gutes Technik. Nee, ich will hier kein Nicht-Game-5-Set sehen. Diese Top 8 werden 9 Stunden dauern. Genau! Darum geht's gar nicht. Wir wollen die beste Spiele sehen, ne? Ja, ich möchte wieder nüchtern sein, wenn die Top 8 vorbei sind. Ich möchte nicht mehr leben, wenn diese Top 8 vorbei ist. Oh! Alright. Oh, das ist halt so geil. Oh, Marius mit dem zu frühen Second Jump. Oh, oh, runterwerfen. Marius kennt Rivka nicht gut genug, dass er weiß, dass Mashen nichts bringt, weil Rivka immer genau weiß, wie lange er paddeln kann. Das ist echt so, Mann. Ja. Alright. Ja, gegen Rivka brauchst du echt nicht Mashen, ist vorbei. Egal. Oh! 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 Okay. Oh, 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 right. Whoa. Nicht gut. Rematch. So nicht. Das müssen wir wiederholen. Oh, das ist hier Rivkas Tournament. Tournament Stock, möglicherweise. Stock. Auf jeden Fall. Ich hab dich nicht umsonst aufgewärmt. Komm, Rivka! Oh! Mit der schönen Combo. Oh, Jesus Maria, was geschieht? Und was jetzt? Oh! Vielleicht wusste er das einfach. Komm, Digga! Los, Benno! Greif mal! Let's go, Rivka! Ja, kommt hinter zu werfen. Ja, da werf ihn runter! Oh, what? Oh, oh Mann. Ist okay. Nehmen wir. Ja, Mann! Klassiker. Und dann auf damit. Oh, wow. Oh, er weiß nicht, dass der Schein so groß ist. Oh. Schwierig. Jetzt gerade Situation für Marius. Oh, gut! Wirklich Big Balls! Mein Gott, bitte. Es ist Benno Big Balls! Ja. Alright! Der hat auch Stärke weg! Ah, oh, what? Nein! Was war das denn? Das war ein F-Tilt! Safe war das. Oh, what? Einmal weg! Oh, shit! Oh, er lebt, er lebt! Das geht noch. Das ist die Upsmash, das muss es sein! Das Runback aus dem Pool! Alright. Drops an Rivka, 7. Platz, Rivka! Postet eure Set Bennos im Stream. Set Bennos jetzt. Ja, Set Bennos. Set im Chat. Alright. Diese F-Smash Berliner 13. Warte mal, ist das Top? Ist das Losers? Das war jetzt Losers. Das war jetzt nee, das hier. Das ist Winners, oder? Okay. Was haben wir dann? Was waren das andere Losers Top 8? Spike gegen X, ich weiß nicht mehr. Gegen Naomi? Nee. Das war schon früher und Spike hat gewonnen. Spike gegen... Ah ja, Tyra! Alright! Hat Spike gewonnen? Nee, Spike hat gewonnen. 3-1. Ich denke, er hat halt noch nie gegen den Ganondorf gespielt. Ja, mein Gnano in Top 8 hat ja, nicht nur in Top 8, sondern in Top 5. Wer spielt Top 6? 6, ja. Ja. Hammer. Okay. Alright. Oh shit, wir haben Geld, Junge. Der amtierende Meister. Wir haben Jean-Jean. Ja, der Gier da. Das ist original, dass Berlin-Level wer besser ist als Limmer. An zwei verschiedenen Zeiten. Tyra war immer so dieser Gatekeeper. Und jetzt ist Geldjunge halt genau in dieser Position. Geil. Und Tyra kommt zurück, um zu gucken, wer von den beiden jetzt tatsächlich der Bessere ist. Berlin bei Tats. Das härtere Gate. Das ist das Narrativ. Ab geht's. Tür ist eiserner. Das müssen wir noch umändern hier. Oh! Stimmt. Und was haben wir jetzt? Das ist Winners. Winners Semis.
Aber ehrlich gesagt, ziemlich klares Geld mit. Oh, entschuldigen Sie. Berlin bleibt hart. Und die Farben sind richtig, ja? Also nein. Der Rivka hat gerade verloren. Berlin bleibt offenbar nicht so hart wie gedacht. Nice, aber es geht jetzt schnell los. Marius ist so Berliner wie du, Hannover. Okay. Oh, und Tyler macht hier schon den. Oh, Mensch! Oh, Heck! Oh, Junge! Oh mein Gott, Paul! Oh Gott, Paul mit dem Big Grinsen. What are you doing? Habt ihr. Was war das für ein. Was war das für ein swaggy Move einfach? Oh! Alles eben, sofort! Erster Stock für beiden. 30 Sekunden. Hey, Chico de Nero! Mensch! Oh, Mensch! Ey, das wird das geilste Match, Leute. Oh! Es wird gefickt! Wir spüren hier gefickt in Berlin! Ich glaube, die Match sind kombiniert keine 100% gemacht worden. Wetten wir drauf, oder was? Okay. Oh, nice. Jawohl, Mango Bock. Oh mein Gott! Was ist Paul für ein kranker Mann? Mensch, das ist kein Mensch. Er ist ein Apparat. Das ist das, was Geld mit dir macht. Anders geht's nicht. Komm mal, Thürer. Auf geht's, Thürer. Digga, wann ist Double Scheiß? Ich ficke dich. Let's go. Dieses 1 Minute 39 Match. Ja, genau. Knapp 100 Sekunden ist schon fertig, der Junge mit der Führung. 1-0. 1 Minute 30, das ganze Game kannst du flippen. Ja. Und wir gehen wieder. Ja. Er war der Gangster. Alright. Ich weiß nicht, wie er anders stylen soll, sonst kriegt er keinen Moment mehr. Einfach mal von Gangster-Laser, damit er cool ist. Damit er irgendwie cool sein kann. Aber Geld, Junge. Outcoolt wieder alle. Wow. Was? Ich hab nichts gesagt. Thürer ist der coolste guter Ficker unter der Sonne. Leck mein Arschloch. Leck mein Arschloch. Der Ding ist. Gut, das sieht so voll konzentriert aus. Das ist schon jetzt in der Zone, ne? Also guck mal ihn an. Oh, oh! Jetzt ist kein Junge drin. Jetzt ist kein Grinsen mehr, jetzt ist er serious. Ja. Das ist voll serious. Der möchte zwei. Warum spielen wir jemals andere Matchups als dieses? Jeder fragt sich in der ganzen Gesellschaft. Yo, insane. What? Oh, Mensch! Er lässt ihn rein! Er will noch eine Combo machen. Bei 119. Alright, komm mal, Tüder! Bruder, was soll Fuck, der Double-Tag of Randall. Oida, wow. Oida, wow. Ja. Mit der Panzerfaust. Oi! Oh, alle Gänger drauf. Alles gleich. Ich schwör alle Gänger drauf. Ich schwör alle Gänger. Oh! Was sind das auch für Big Brain, Big Dick Move? Wie kann ein Mensch so viel Dick und. Oh mein Gott! Oh! Auch gar nicht glauben. Oh, Jesus Maria. Krona! Du musst lauter sein. Shoutouts an die Kopfhörergucker. Coburg! Die sind wahrscheinlich tot. Oh! Und jetzt? Oh, halt doch nicht! Der Rund ist weg und was bekommt ihr dafür? Okay. Nicht so schnell wie das erste Spiel, aber schon. Rennt Geld, Junge, mit diesem Sieg heimwärts? Oder hat Thürer der Sache noch was entgegen? Nochmal Yoshi. Oh, der Gangster-Laser erneut. Thürer geht für den Swah. Für den Swah. Ready, go, Swah.
Oh, bitte bleib dran. Bleib dran, Bruder! Komm mal wieder! Ja, der Film geht, Junge! Yes! Digga, insane. Eule! Oh! Was? Wie kann man das so machen? Ja? Wieso darf Geldjunge hier überhaupt mitmachen? Wer hat sich das ausgedacht? Ich hab sogar kurz gesagt. Er soll es lieber nicht machen und dann einfach den. Oh! Mama! Mama, wer macht Schein. Sowas? Ja, Mann! Alright, alles eben. Auf geht's, Führer! Berlin sagt. Berlin! Moment hier mal. Berlin sagt nix. Aber ich guck Bayern. Ja, wir haben gespielt. Stimmt, das ist ja Bayern. Ja, ja. Oh mein Gott, Mann. Der ist jetzt Bayern. Aber auch du kannst nicht anders als Geldjunge nur geil zu finden. Es ist so richtig. Meister der Wahrheit. Geldjunge ist, als hätte Mango niemals Puff gespielt. In 2006 befinden wir uns gerade. Sein Arschloch. Oh! Extra Style Points. Exkommuniziert. Extra Style Points. Der war wacked up, lass den. Was? Oh, komm, was? Wir machen irgendwelche Moves. Was? Was jetzt? Nice. Let's go! Auf geht's, Türe, wir wollen noch eins! Alright! Bayern! Oh! Türe aus dem letzten Stock in Winners! Das war mein einiges Restaurant. Schnelle 30! Gib ihm die Schnelle 30! Okay. Alright! Alright! Oh! Also, eng war das jetzt! Oh! 3-0! War nicht viel, wir aber haben Zeit. Ich hab sie! Alles gut. Ich hab sie! Aber hier noch was über die Hose mitbringen. Wir haben Belt im Chat. Let's go! Geldjunge gewinnt. Wir sind auf einem guten Weg bis zum Finale wieder, ne? Ey, oh, ja. Neue Hose heute angezogen. Ja. Wusste nicht, dass ich neben Mr. Love sitzen werde und er sein komplettes Bier auf mich verschüttet. War das schon Bier? Schon Bier? Schon gut nass. Hier schon gut nass. Nein. Ich bin feucht, Leute, aber nicht wegen diesem Game. Das war ein gutes Sterni. Ja. Ja. Muss das Sterni sein. Die Hose nur besser. Stimmt. Die Hose wurde gesegnet. Gesegnete Hose dank Sterni. Ja. Na, was ist unser nächstes Riechen. Game? Also, weißt du, sieht mir aus, dass Top C spielen wird. Ist schon eine gute Leistung, was der gewagt hat. Aber ich guck mal jetzt. Koro gegen Top C. Oh, Koro! Wir bleiben in Bayern. Das ist jetzt noch die regionale Rivalität. Ist wichtig, oder? Ja, voll. Ja. Rivalität. Und das ist wieder noch am besten Film. Sein Arschloch hat das hier, das braucht er, ne? So. Okay, jetzt sind wir plötzlich wieder allein, das war so alle... Das war Lit. Ja? Ist besser, ne? Oder? Aber da ist Koro. Koro bereitet sich vor. Ja. Und dieser muttergefickte Dennis ist einfach weggerannt, lässt ihn mit meiner nassen Hose sitzen. Der sollte dann zurück mit einem Handtuch kommen, aber mal gucken. Jungs, macht euch bereit für zwei nette Coupés von The Man Himself, Tough C. Jo. Und dann für die 300 EQ Plays von The Man Himself, Koro. Digga, Tough C ist wirklich das größte Gehirn im Game. So. Mach Random Character! Was macht er dann jetzt? So, Falco wird es sein. Und der Grüne. Der Grüne Falco. So wie das geht. You like Jazz? Alright, wir sind hier mit Tough C in Berlin. Natürlich, da er Berliner ist. Fick ihn erstmal. Wir machen Warm-ups. Warm-ups. Ah, scheiße. Ich war schon mal voll drin. Ja. Gib mal die was? Die gelbe Flasche. Heute. Danke. Hat jemand Bier verschüttet? Ja, ich war das. So, Eis ist nicht dabei. Der Konsti ist dabei. Der Squittendorf ist auch dabei. Der Mr. Love ist auch dabei. Der hat gerade eine Flasche. Oh nein. The mic's not mehr. Das tut uns leid.
Alle sind da, das tut uns leid. Arcadian Ultimate. Arcadian, also jeder freut sich auf das Arcadian, dass man so riesig Spaß ja, in Berlin. Nee, der hat nur einen festen Stand. Okay. Okay. Genau. Nur ein. Ja, ja, stell das mal runter. Genau. Ja. Das macht Sinn, ne? Also, was Härtes. Ja, das Bild. Ja, machen wir das Bild kaputt. Gut. Mega. Und dann machen wir das schön kaputt. Schieß, mega nice. Das Bier auf da. Wir gießen das Bier aufs Bild. Prost, Jungs. Prost. Prost, Office. Prost, Office. Alright. Und wir starten. Koro. Woo! Okay. Berlin bleibt hart. Berlin bleibt hart. Berlin bleibt hart. Berlin bleibt hart. So tief ist der, der ist stark in der. Oh, was? Oh, dann erst so krank. Es ist Maillet! Es ist Tafsi! Es ist Tafsi! Es ist Tafsi! Tafsi! Heimischer Held! Let's go, Koro! Ausgeglichen wieder! Ah, geil! 28% und gucken wir, was Topsy daraus machen kann. Ist das auch Winner Semis jetzt gerade? Wie bitte? Ist das auch Winner Semis? Stimmt das? Das ist, nein, also. Nee, gib mal sowas wie der amerikanische. Doch, das ist jetzt eine Winner Semis, ne? Das ist noch ja, Mann, jetzt wird gefickt! Woo! Aha! Aha! Oder ich will einfach nicht so ein. Und was jetzt? Okay, okay. Falco Mars, der klassische Chip, ne? Oh! Okay. Und was jetzt? Er kommt nicht zurück. Jo. Big Brain Topsy. Wir hören Sequoirari. Oh! Wow, oh. Mit dem gechargten F-Smash. Das funktioniert leider nur in Bayern. Wow! Aber Koro fickt seinen Arsch mit 69. Ja. Der hat jetzt 69, aber das war diesmal kein Schutz. Und jetzt? Und jetzt? Ich kann mal nicht so ein. Ach ja, alles klar dann. Okay, alles klar dann, also okay. Machen wir so. Und jetzt? Oh! Oh! Das macht gar nichts, das macht gar nichts. Too viel Pressure, Digga. Ja. Nee, Mann. Er spielt einfach zu schnell. Er hat ihn gedownloadet, Digga. Das ist eine Maschine. Guck dir an, was er macht. Oh, der hat ihn einfach komplett auf Break, oder? Und was jetzt? Oh! Oh, ja, ist das mal mehr. Oder will er nicht mehr zurück, weil er keinen Bock mehr hat? Er braucht es nicht, egal. Okay. Komm, Johann, jetzt wird gefickt. Fickt. Fickt, Alter. Oh, ah, wer wird gefickt? Oh. Nice try, aber. Faire Sache. Oh, ja. Das geht auch. Alright. Digga. Als ob der nach draußen rollt, Mann. Digi, probier doch mal zu reagieren. Ich sag nur. Ey. Schlecht reagiert. Scheiße. Oh. Das ist der Two-Stop in Game 1. Konzentration jetzt. Alright. Reiß dich zusammen. Koro, jetzt in Führung. Also sorry, aber jeder will Koro gegen Geld, Junge, oder? Also ich würde gerne schon mal Tafsi sehen, aber oh Mensch, was ist das jetzt? Das Shade jetzt? Yo! Ist das jetzt mal Shade? Oh, warte, was ist hier passiert? Ja. Es ist Broho. Ey, Koro kann aber alle Charakter spielen, ich schwöre. Er würde ihn sogar mit Yoshi ficken. Digga, der denkt, das Matchup ist gut. Was ist dein Wurzel? Das ist eine Schelle. Berlin bleibt hart. Keine Sorge, Digga. Berlin bleibt hart. Berlin bleibt hart! Berlin bleibt hart! Berlin bleibt hart! Berlin! Okay, der hat geschielt, grabbed. Und das in Top 8. Ja. Oh. Und jetzt mal gegrabbt und nochmal gegrabbt. Und was jetzt? Ah, okay. Yeet. Geniet. Ja, Yeet, das ist es. Aber bleib doch hängen! Ach, come on! Und! Stopp die! Mach den Beamer aus jetzt! Das Turnier ist abgebrochen, niemand macht hier Stopp nie! Stopp! Okay. Oh!
Okay. Fick ihn wie ein Buch! Fick ihn wie ein Buch! Er wartet, er ist ein Fisch. Alright! Das sollte der Stock sein. Das sollte der Stock sein. Und ist es doch. Ja, moin. Wie fickt man den ein Buch? Gute Frage. Das ist hier, alles geht um Ficken und Penisgröße und also wie groß das Gehirn ist. Das ist alles in Berlin. Das ist ja auch das Gleiche. Ja, ja so stimmt, ja. Ja. Je größer der Dick, desto größer das Gehirn. Ja, genau. So, ja, Mann! Der Dick ist ja das Gehirn. Er fliegt! Okay. Oh, mit der Doppel Neutral Air! Oh, nochmal ein Mädchen. Ich muss aber sagen, ich habe auch noch nie CF gesehen von Boro. Und Tafsi spielt heute Jazz. Der spielt jetzt die softe Jazz mit Marc. Soft, sehr soft. Sehr soft. Oh, der ist so rough manchmal, aber der ist auch manchmal ganz soft. Ah, wie tough. Ah, wie schön ist das. Also, oh. You like Jazz? Do you like Baseball? Alright! Alright! Mach Stocky Stock, jawohl! Jawohl! Und was jetzt? Oh! Okay. Ah, geiler Grab, though, geiler Grab. Harsh Grab. Marth macht das auch manchmal. Oh, er musste. Und bumm! Und bumm, Digga, let's go! Alright. Fick ihn! Berlin bleibt hart! 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 Alright. Oh, mit der Doppel-Ni! Der Drohnen, mach ihn! Und das ist unmachbar! Komm schon, hol ihn dir! Ja! Und Berlin kann es nicht mal glauben! Zweimal zu null in der Führung! Mit dem Tertiary! Alles. Oh, let's go! Spielt er noch weiter? Ist das geil! Oh, Mensch! Oh, fuck, meine Stimme! Berlin bleibt hart, Alter! Was hat die nächsten drei Wochen keine Stimme mehr? Und wieder okay. Mehr. Und wir gehen zurück, aber diesmal mit dem First. Oh ja. Oh oh, jetzt ist er erst richtig warm. Okay, der füllt sich. Man muss wissen, Koro spielt zum Aufwärmen Smash Ultimate. Echt? Das merkt man dem an. Let's go, Koro, das wird ein cleaner Three-Stock, Mann. Ja. Nein, das wollen wir gar nicht sehen. Der Tough C ist dann der alte Typ bei dem Weekly da in Berlin und wir wollen ihn an Gewinnen sehen. Auf jeden Fall. Los geht's, Koro, auf geht's! Nein, hast falsch, das ist nicht korrekt. Du musst dir nochmal bedenken, was du jetzt sagst. Oh, alles klar, jetzt. Das ist alles, ja. Auf geht's, Tough C! Er wird abgeschlitzt. Oh, lecker! Schlitz! Oh, der war nicht so gut, der Down Air. Alright! Nochmal den Arsch, aber die. Er hat's gewusst, Digga! Alright! Ganzer Stock! Julian, gib ihm was am Laufen. Oh! Schöner Stock, das war's auch. Bleib doch hängen! Oh. Yes! Häng hier ohne! Oh mein Gott, 76% sofort. Und er kriegt den Stock. Und jetzt? Hätte ready sein müssen. Alright. Seine Eye ist auf Wag. So wie meine. Wie er es gewusst hat, Bruder. Oh. Danke, Bino. Und? Gott, war das nice, Digga. Das wird das 3-0, Mann. Ja. Das wird das 3-0. Ja, sieht so erstmal so aus und kann Tough C noch sein Gehirn behalten an der Stelle. Oder sein Schwanz. Eins sein beide. Schwanz, also die gehören zu den beiden. Ne? Aber das wird gefickt hier, schau. Ja, es wird gefickt, aber jetzt mit der Grab und jetzt der Uptit und der Oh, gut gefollowed. Und was jetzt? Oh, und das ist der Stock! Sick, kann man nichts sagen. Ja. Besser ist, oh,
Das war kein Sex, das war nur schnelles Ficken in der Ecke. Ne? Oh! Und? Oh, wow! Den kennt er nicht! Den kann er nicht! Okay, und? Oh, und er kriegt den Grab! Backthrow, klar! Und jetzt? Ja, und jetzt? Oh, jetzt! Und Top C bringt das Spiel on the board. On the board. Auf geht's auf Battlefield. Let's go, Agromath. Oh, und der Falco. Der Falco ist gut. Ne? Ich glaube, das wird ein Zero to Death hier. Ja, ja, sieht so aus, aber. Ah, okay, er kriegt den. Oh, ja. Oh, und jetzt den Grab! Das ist ein Zero to Death hier! Nee! Oh, Mama, okay, alles klar, ich hab nichts gesagt. Der Slow Getup hilft mir. Digga, wird von jeder Getup getroffen. Was? Fucking Magnethände. Okay. Bleib hängen! Tab-C ist so geil. Ich möchte gern Tab C sein! Oh, und jetzt? Und jetzt? Oh! Zu langsam, ganz klar. Oh, okay. Der spielt wie Nick, Mann! Alright, alright. Wieder den Grab gekriegt. Und was jetzt? Und ich hatte das F-Smash. Nein, der F-Smash nicht getroffen. Okay, okay, und? Okay, Laser. Dash. Oh, he knew. He und, knew, though. Ja, der Doppelschein war sehr toll. Oh. Oh, fühlt sich jetzt sehr I gut. Agromath is actually angry, not us. Yeah. That's the oldest comment in the game, dude. Der Agromath. Der Agromath sagt, wir sprechen Deutsch, alle sind angry. Ja, ja. Alle sind angry. Jawohl! Alright, 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 alright. Auf geht's, Koro! Ja, Mann! Oh Gott, ja! Ja. Okay, und oh, jetzt? Junge. Oh Junge, oh Junge. Das ist ein Falco für mich. Oh, und Koro sieht schau dir diesen Falco an, Alter. Er weiß ja, nicht, was los ist. Ja, das ist so voran ja, gerade. Komm, Julian, auf geht's. Wir feiern alle jetzt Julian, der Tough C in Berlin, aber das... Ja, okay, das kann sich... In der Matchup kann sich alles schon mal schnell ändern. Und was jetzt? Und was? Ja, er kriegt ihn. Okay, okay. Und der F-Smash! Das wollen wir alle doch sehen! Wir finishen jetzt an die Kante. Aber er stand schon falsch. Oh! Dumme Option. Ja, Bolek! Was für einer! Topsy! Topsy! Komm mal, Topsy! Jazz. Oh, shit! Oh, oh, oh. Oh. Man muss sagen, dass... Gefickt! Koro war souverän in dem Spiel. Okay. Leider ist das ein... Das ist das... Let's go, Verlust Berlins. Agomar sagt, dass wenn er ausspielen würde, dass er gewonnen hätte. Keiner glaubt das erstmal. Bei Berlin bleibt hart. Man muss zu den Arcaden kommen und zeigen, was er kann. Ne? So ist wer ist Sanji Zoro 1, 2, 3? Sein alter Tank. Wer von wem? Koro. Sanji Zoro 1, 2, 3. The Red Man are back, hat's voll recht. Das war ein riesig krankes Combo da. We only got English speaking people right now. Should we right? only speak English? I'm so happy to speak English. I think it's fair, right? All right, yeah. That's what is that? Like an hour in German. All right. Shit. Here we go. Oh, are you gonna update or? Oh yeah, sure. I can type. Go on. So what do we have? Tyro? This is Tyra. Oh, Trey, not Trey. Trey. We can call him Trey for this game. And? Strawstream? No. Strawstream. All right. Again? Yeah. Aber die haben gegeneinander nicht mal gespielt, oder? Und das wird der, auf jeden Fall hier der Falco. Come over, Agro. Der he schläft. Schläft.
He's asleep. Tyler's asleep. Or is he meditating? He's meditating. He's an ehemaliger Berliner. Yeah. That means that he can meditate. Everyone in Berlin meditates. Or they go to the club. Or both. It's nice. It's crazy. The feeling of, like, it's crazy to be here if you're from Munich, I tell you. Oh, yeah, right? It's so different. The vibe, the aura, everything here is so different. But yeah. I love it. It's so cool. Oh, that's why I come to the Arcadia. Yes! Viele Leute gucken eigentlich gerade zu. Ich weiß nicht. Guck mal auf diese Liste da unten. Ja, hier da unten. Oh, Mensch! Das sind eine Menge Menschen, du! Now that's a lot of damage. It looks like we have like 40 people, 50 people in the chat. Give us some emojis or something, because this game is going to be dope. Yo, Aggro, listen up. This is not a major, this is an Arcadian. Everybody who's in the PR is banned from this event. So these are only the up-and-comers. That's right. See? Top 10 is banned for this game and for this tournament. But it's the hype as shit. It's so hyped, dude. Yeah, most of the top... many of the top Berliners are here from the Berlin scene, and they're cheering everybody on. They're also zaufen themselves. They get nice and gezaufen. It's super cool, and everyone is hyped. Yeah, this is the most hyped tourney of Germany. No, yeah. Not really. It's Awakening in August. All right. But this is fucking hype as well. Yeah. Awakening. Oh, tell us more. I want to go to Awakening. Oh my god, I can tell you about Awakening. Yeah. Also, I think Aggromoth should come to Awakening because it's the biggest tourney in Europe this year. Alright. We've got 400 player cap. Shit. No, that's gonna be a massive melee tourney. Awesome. Yeah, we've got PM, we've got side events like Ultimate, different stuff. Alright. Flunky Ball, if you know that. Flunky Ball! Alright! Let's do this! So everybody. But it's not sold out yet, right? It's not sold out. All right. And there's like 100 right now, but it's only been open for. They're starting? Where is it? Yeah, this is it. We're in game one, but when is it? It's awake. It's August 16th to 18th. And where? In Munich. Munich! Come all to right. Munich, the city all of right. Oktoberfest! Alright, yeah. You can drink beer. Alright. Du weißt ganz genau, was der kann. Alright. Und was jetzt? If you don't pay for your flights, Aggromath, you should come to Awakening. Ha! Wir sind mit viel zu viele Falschen drin gemacht, ne? Das war ein bisschen. Ja, das geht! Jawohl! Alright! That's a quick Sick. First start. Das war geil. Yeah. Catches him with the nair. And a down smash. Nice. Called out the edge of B. Alright. Alright. As been said before, the top players of Berlin are not. That's a savage combo! The top players are not in this tourney because they are banned because this is an Arcadia. Yeah. But best one is Caron. The best in Berlin is there's Caron, there's Squittendorf. Oh yeah, yeah. Thanks. Thanks very much. Ah, danke, Stormred. There we go. Aggromath still doesn't understand that this is an Arcadian, but it's fine. Arcadian means the best players can't play. They're banned from entering, which, Cardon, Squippendorf, Kobobi, that's about right. I believe Tyro is once pretty high. Yeah, right, like Elicious, he's got it. The best player of Berlin took a set of S2J, so... Is that right? Cardon or what? At Air 5. No shit, Cardon did. I don't remember that. Crazy. Squittendorf is also the boss. This fox is heavy stuff. Yeah, Squittendorf's crazy. Oh, well, Aggromath, where are you from, man? I'm happy that you're watching the Berlin stream. That's really nice. It's really nice. Yeah. Yeah. You get the hate for... Oh! Come on, Tyro! Canada! Well, then come to Berlin. Berlin is... I'm from America. America, you're our little brothers. It's all right. It's all right. Oh, that's so sweet. Yeah. It's all right. Canadians are nice. Yeah, get a moosley on. All right! Is that a JV1? JV2 stock? Yeah. Anyway, Tyra's up. Yeah. All right. 1-0. I want to see the... I'm going to check out the bracket real quick. Go on. All right, you got your solo commentary from Fluxmop now. I'm the Texas man. I live in Berlin. And here we go. So, see, all right. After this, we got Ganondorf. All right. Against Marv.
Top C against Haki. And in Winners, Finals is Geldjunge against Koro. This is gonna be so fucking amazing. Oh, shit. Yeah. I'm looking forward to that. I guess Geldjunge will probably play Fox again. Probably, yeah. Yeah, probably. But do you think Koro will stay with Falco? Probably. Alright. Sheesh. Tyra looking good. Alright. Oh, edge cancel shield. Oh, that was sexy. Alright. Oh, that was kind of stupid. But, okay, here's the shine. Und. Alright. The grab. Oh, nice shorten. Have we seen this exact? No, it was Rivka against Strawstream. Yeah, that's right. Yeah, we watched Rivka Strawstream on stream. Yeah, I was confused about that myself. Yeah, no, yeah, the top 10 from around Germany are here, and yeah, they're having a couple of beers. It's all right. They're not playing. They're not playing. Just drinking and hyping. Yeah, it's fun. It's fun. Everyone has a good time here in Berlin. And what do we get? Yeah, Tyra in the lead. All right, and he's looking kind of dominant at the moment. Actually, Strawstream was super sweet earlier. Yeah, he's a super nice guy. Greifswald. He's from Greifswald. Yeah, we were talking about that. And yeah, super nice guy. He was actually he requested me on commentary, which I must say that's quite the honor. It's crazy that we are commentating again like 3 weeks after being back. I must say, it's a pleasure. It's a pleasure commentating with you. Same. How did Strawstream die? He just let go and fell. Yeah. I don't get it. All right. Dusan, drink a beer. Yeah, now Strawstream is he's a nice guy. All right, and then here we go. What's this? He's a nice guy, but he's at 102%. And Tyra. All right. All right, get some with the pal there. And no, what? Back here. All right. Oh. Und was jetzt? Yeah, yeah. Oh, that's the pal there again. There's the pal there. Dusan, we miss you. We miss you, bro. All right. Air dodge off stage after holding ledge. The rat man back says he air dodge off stage after holding ledge. That's possible. Yeah. Okay, so that's 2-0. 2-0. All right. After this, it's tough to see against Haki. I'm looking forward to that as well. All right. Yeah. Oh, we saw Haki against two more players. He beat them both. My brother for one. Yeah. And Spike for two. Yeah, that's right. And we'll see if Tough C can have a better outcome. That's a really interesting matchup, right? I mean, Ganondorf. I mean, Haki is so good. And Ganondorf, it's not a top character, right? All right. What's happening here? Oh wow! Ooh, big combo though. Yeah, I think most of those mod players have... Oh, man! Fuck my asshole. Alright, fuck my asshole. Yes, Berlin bleibt hart. Oh, oh yes! Oh, man! Oh, what? Was sind das für Kombos, Bruder? Oh, crazy stuff happening. Lass ihn am Leben, Alter. Ja, ja. Oh, with a neutral air and... Oh, okay, kind of misjudged the height. Fick ihn, was er braucht. Dennis ist wieder da. Fick ihn, was er braucht. Fick ihn, was er braucht. Nein. All right. All right. Yeah, Stormrat, Tyra no longer lives in Berlin. He lives in the countryside somewhere. He wouldn't tell me where. He's from Bavaria right now, actually. Oh, right. He said countryside. Is Bavaria country? I mean, there's a lot of countryside in Bavaria, right? I think it must be one of the most countryside counties in Germany. But he's from the very north. All right. It's really not a lot. We don't have a lot to do with these guys. I didn't even know Tyra was all from right. there. Oh, right. Oh, and I'm from Bavaria. All right. Tyra's a sweetheart, too. He's good Falcon tips. Tyra Leipzig, man. Beep, beep, beep.
He lives in Coburg for the people from Germany. Coburg. Coburg, wie geil ist das denn? Coburg. 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 Die Bayern. Alright, with the up tilt and back air. That was strong, yeah. That's really strong. Alright! Let's go, Taiwan! He could have just held Ledge, but he went for the F special. I respect it. Yep. Wow, that's too good. Alright. Oh, double back air and. Almost got it. Es kommt schnell zu Ende für Sorcery, leider schon, ne? Also. Und. Oh, Karun Beck. Alright. Alright. Oh! Oh! Und das. Nein, okay. Gut, die ein. Und das war's. Alright! Tyra with the 3-0. Uff! 3-0. Dusan, yes. Who's next? I think he had a big night last night. Haki! And he's having a big afternoon right now. Alright. Haki gegen Tafsi! Haki! Tafsi! Ganondorf! Tafsi! Das große. Ist noch zurechnungsfähig. So, ne? Und das wird jetzt Gernendorf. Top C spielt dann mal Mart. Ja, ja. Alright. No, okay. Vino, es wird on-stream sein. Das Haki richtet mit dem großen Helm ab. Ne? Ja, ja. Alles klar. Ach, ich bin auch ein Mensch, ne? Ja, mach mal. Nee, Haki ist aus Norden, also er ist so Hamburg. Okay. Hannover. Okay. Hannover, Digga. Ja, der Gernendorf-Spieler, ne? Yes. So, Haki, I don't know, I guess this is probably also loser's quarters, let me check. Alright, this is another loser's quarters finals. Haki has beaten already two Marths in winner's bracket, in the pro bracket. He beat two Marths in a row. Yeah, come on. What's going on, guys? Yeah, and the first was my brother. Off target, and the second was Spike, and he looked pretty dominant. He's good in the matchup. Haki. So I think he has a lot of practice playing against Mark players. What do you think? I don't know how much practice he's got against Mark. Yeah. He's probably got plenty because you know he would not off target. Yeah. Rather easily. You know, yeah. He just had to make, you know, one or two. He lost the one game on FD, but it was 3-1 aside from that. It's FD, it was close, you know. Against Haki, it was also 3-1 for Haki. Against Spike, it was also 3-1 for Haki, yeah. So. All right. So, wow, look at this. Oh, man. What tech skill. I actually think FC. Oh. A little more experience, yeah. Just overall in the game. Definitely. I think he has better odds against Haki. Let's go, Julian! Alright, and Tufsi still representing Berlin. Berlin still staying hard. Berlin bleibt hart. Haki from Hannover. Yep, right. Cryforce, we're going to see if... Hannover versus Berlin. Yeah, we're going to see if the Marth can hang with the Ganondorf this time around. Haki immediately ringing out the headphones. Yep, you know, yeah, he's got, yeah, he's because... He's got his music going. Yeah, that's right. He knows the hometown advantage is real for Tufsi. The Berliners are going to scream. All right. Probably. Yeah. He does some crazy Tufsi shit. Yeah, here we go. All right. He's got him in the corner. Ooh. Well, barely just gets behind him. All right. A little too low percent for a game set, but yeah. Against Ganondorf. All right. Ooh, Tufsi kind of running into that one. Huge back air. Still 1%, but Tufsi is in the corner. Oh. He's calling up the roll. Yeah. Ooh, Haki kind of messing up there.
Pepsi capitalizing. Kind of juggling him. Oh, then down and stomped through the platform. Holy, never seen that before. Oh, that should be the suck right there, if he can finish this edge cut. But the get up attack gets him back. Oh, crouch castle, crouch castle, down B. Awesome. That was also fucking 200 IQ play. Yeah. 200. FC reading the jump. Goes for the up smash. Alright. And was jetzt? And was jetzt? Oh, I like that. Just barely clips him with the FC smash. Alright. That should be the stop if he can finish the edge guard. One more F smash will do it. Okay, but Haki barely gets back. Alright. Oh, no jump for Haki now. Down tilt. Yeah. That should be the stop. Just grab the edge. Oh, man. He doesn't do it. But that F smash is gonna do it. Yep. Not gonna matter in the end though, but should not have happened. Yeah. Still. So Haki trying to approach with these wavelength of the platform, double jump in, back airs. FC's just staying out of range, looking at him, you know, waiting for him to make a mistake. Yeah, yeah. You know, that's what it, so FC is kind of adapted to Haki's approach now with the It's a beautiful combo. Oh wow, just barely out of range. And the, the non-tipper, didn't want that quite. Yep. Haki gets the edge before there hits. Haki again with the double jump, coming down with an aerial, catching TFC again. He's been hit by that pretty much, and it's the way I see it, it's pretty much the only real approach Haki's doing right now, where he's, where he's committing. Yeah. The back air has a huge hitbox though, obviously, it's like really good. Also really strong, you know. Yeah, that's right. Alright. Haki pressing down. This is gonna be, with the charge F smash. A little bit of charge, you know, just for good measure. And what now? Another charge F smash. He doesn't get the tipper though. Flinchy, this is pal. This is pal. This is still pal. That's good to do it. Yeah. So, even game one right here. Yeah. And fucking jinx. Why? He did Haki. He didn't just be a mistake. Oh! Hits the kick. Haki taking the trade all day long. Yep. Yep. No, FC has to bring it back right now. He doesn't. He cannot afford to give him an opening. Yeah. Because if Gannon gets an opening, that's fucking 50%. Yeah. You see it. Alright. So guys, this matchup is actually quite difficult for Mark playing from behind. It's significantly more difficult if the Mark has to get in. Alright. Yes. Because Gannon's retreat forward air is amazingly big. Alright. Oh. And you tend to underestimate it as Mark. And you just try to go in. Especially if you have the bigger range, actually. I told TFC to try to stuff him with retreat forward airs, but now that Haki has the lead, he can just camp out. Oh! Gets back on stage there, and now Ash get it. Oh, that was a very, very close call. Yep. Ooh, catching him on the way down. He wanted to get to the edge, but okay. TFC, take on the reaction, didn't know what to do right there. A little brain fart. Yeah. Alright, the back air is nice be though. Stock. Yeah. Taking the stock. Edge. Wait, he's got a real chance. He just has to survive the vulnerability. But now the thing is that the Gannon now wants to engage. Yes. Right. He just needs a straight hit. Exactly. He just needs one straight hit so the Marth can actually play the game that he wants to play. Now he can. Now he can, because the Gannon just wants this one stray hit. And there he gets it. FC barely misspacing. That's down B right there. That's one too many mix-ups that Gannon has in neutral then. If he just needs one hit, he will get that hit. It's difficult, but the Mark can actually stop him for decades. Yeah. If he wants to, Alright, so we're going to the obvious counter pick right there. Yeah, good counter pick. No, so restricted here. Yes, no platforms move around. Tafsi always gets that. It's a very same mind game. He got it the first game for like 3 times in a row. No, Haki's approach is also, you know. Oh, with the back air! Just barely gets it out. He says, get off me. Yep, that's right. I would have seen no follow-up. I love the way he's shading. The eye was not the best from Haki right there. Another F. We knew the tech there is the Mark spacing from Tafsi there, like respecting the tech up B. Yeah. Both just dancing around each other right now. Both trying to get in, but don't want to commit too much. Yeah, nobody really wants to get in. Everybody wants to, like, bait the other one to try to get in. Both gets the grab. Haki with
And again, the same lead every single time. Oh, yep, class up B. About that one. Yeah, nice smart choice. And Schlitz. Oh, wow. Oh, Hagi is going to hit for Hagi. Kind of missing his edge shot. Yeah, cost him his tag if you think about it, because Gannon wouldn't have had to die there. He would have hit him. Yeah, yeah, exactly. Because Tapsi was not ready. Ooh, but that's going to be the stock for Tapsi. No damage on him there. Hagi showing off some movement skill. Der braucht immer die Flasche. Ich brauch den Pfand aber! 25 Cent! Okay, so Tapsi, one stock lead right here. He can play the game he wants. Yeah, yeah. But actually he's going in right now, he's not, he's committing. He's approaching right here. Gets the grab. Oh, again the juggle, no double jump. But Hagi able to land safe. Alright. Like the down, ooh, down tilt approach is on nice. On the edge, smart. On the edge against Gannon, you don't want to be there. Oh, the upper. Oh, what? And this might be it. Oh, and this is a charged tipper right there. What a good call out he's there. He's about to three stock this guy right here. Tapsi's got to figure him out. All right, gets a grab. No, but against Gannon at grab. Zero, you're never about to take that stock for granted because Gannon can trade like a madman. But Boy, New York's pausiert sein Match. Shoutouts. Pausiert eure Matches. Pausiert eure Matches. And again, catches him with the second jump. Yep. Tapsi gets this end. Oh, and this. Hagi really has got to get used to it. And this. Oh, and early. Three stock. Game goes to Tapsi. He's got him figured out right here. Come on, New York. He's got him figured out right here. That's kind of. Aber das ist kein Sub. Das ist kein Sub, das ist ein Follow. Er pausiert sein Match. Er hat keine Big Dick Energy. Keine BD. No Big Dick Keine Big Dick Energy für Borniox an der Stelle. Also, I think this is the second best stage for Gannon. Meanwhile, Jan Tipper flirting with Busan. Classic. Alright, go for the chain grabs. Yes, and like he has no idea what to do about it. 60%. He gets up to 70%. Yeah. Still on the plan. Oh! But Tapsi, again, aware of the down beam. So now this time around, if Tapsi is looking for the double jump after the up throw, oh! It won't work because there's platforms to save Gannon. So now it becomes a 50-50. Instead of a safe call. Absinthe-Faktor. Alright, what a trade. The bank are gonna do it. Hagi on 88%. On Dreamland, that's not even that percent. Not even close. Not even close. Not even close, baby. Oh, Tapsi knew he was gonna drift back. But he kinda whiffs out on the punish, and now Haki's got 30% on the edge. Alright. The up air is gonna come out. He tried to go. Down throw. Let's go. Ooh, Tapsi baiting him out with the jump. Yeah, I would have went making, same making thing, him think I don't he's know gonna. Mark as well. Jawohl, the abtreppen. Hoppla! Ja, I think actually Tapsi has done more damage to Hagi right now than Hagi has done. Pretty sure, yeah. But Hagi's still in the lead. Things get there. That not, is, very not gonna do it. That is why this is his counter. Alright! Tapsi has to put in so much more that it works out. 220. He's probably got him to like twice a percent. Hagi's got him, but he still has a 55% lead. Wollen wir das mitten in einem Highlight machen? Oh, oh, sag es gegen meine Mutter! Arthur, where are you at? Hast du dir wohl so gedacht? Oh my god! Yes, Tapsi finally not trying to bait out the second jump, but goes for the immediate combo and it works out perfectly. 67%. Tapsi getting so many grabs right now. Yeah. He's just getting so much percent. Got a second jump. Oh, he burnt his second jump way too early. Yeah, that was. Also, you like Jazz? Yeah, you like Jazz. He takes a fat back air to the face, bitch. Someone. Ooh, nice bait, but doesn't do anything with it. Ooh, he just waited for that approach. He just waited for it. You saw it. Alright. Reverse fodder. Ooh. Wow, what a sweet spot. That's gotta be it. Oh, with the tech. And it's not. Hagi is ready for anything. Ooh. Hagi coming down with the down. I think it's gonna hit. And now he's got a chain grip. He's gonna get so much mileage. 40 or something. Yeah, 36, fair enough. 36, alright. Quite close for me, I think. Not too bad. Oh, that does it. 24%. How much damage Hagi has done to him earlier with chain grabs. Exactly. It's
So it's not too bad for him. He will make it. Mr. Grabs. Ooh. Yeah, this game has been close ever since the start, but I think like Haki has always had the upper hand because he kills earlier. Yeah. So yes, this actually is more of a lead for Haki right now than it looks like. Ooh, but Haki goes for the tournament winner. I think that must have been an unintentional tournament. Ooh, Haki. Again with the wavelength of four, they're catching him coming in. Again, Haki is covering all the ledge options here. Ooh, Tufsi reads the double and pull up. Ooh, and he's still without a jump, but he catches him off guard. Tufsi a little slow on that one, but edge guards back to safety. Air dodges. Gets back on. Ooh, oh, I'm whipping the punish. There could have been a four there too. Yep. And now, This is still close to the lead. I think Haki had a fucking fat lead right there. I think Haki has kind of a lead right now. Tufsi holding on to 144. Yeah. That's pretty insane if you think about this matchup. Tufsi is trying to go for all the mind games, but it doesn't work out on Haki anymore. Game 3, and he finally has figured out all the mix-ups that he goes for. All the free jumps and all the veins and all the weight. Tufsi has to put something new on the table right there. Definitely, yeah. Yeah. He's overhead. Another four. Another up tilt. Tufsi's still hanging on. Haki's coming. That's a shitload of percent. Nice weight there by Tufsi. Haki overestimating his power over his opponent, Haki. Don't get too aggressive right there. He has to play. Down smash. Double it down smash. And he's still stuck on the platform now. Now, ooh, Haki fought back into the center stage, but Haki controls it still. 104%. Any hit will kill him right now. Yep, and that's the hit. That's no AI whatsoever. But you have to think about this. That was Dreamland. Yeah. The FC played really solid. Yeah. If there was any other stage, I think we would have won that. Get more kills anyway, more earlier kills. It's a tough, tough stage. In the end, I think the last two stocks were very low percent kills. Yeah, I mean. We also have to think about that now. Haki's kind of adapting to what Tufsi does. Yeah. You know, all the baits, the weights, things he does. So, we'll see how game 4 goes right here. With those few reactions. Alright. Haki's got him off stage again. Oh, no, we got Mark Killer right there. Tufsi not getting on stage. Oh, now he's got him in the jungle position. Wow, he should have extended his jungle. Yeah, could have went more up tilt. Ooh, again, baiting out the four there. Haki falling for it. Second jump again. Oh, Tufsi grab really from behind. Baiting out the second jumps, but not too good to punishing her. Haki just all over him right now. Tries to go for a cheap really missed smash. Doesn't get it right there. Oh, Tufsi reads the double jump for anyone. I think he was going to go on the other side of Haki. Tufsi looking fucking desperate. He's got to get up against the smash. Oh, and on! Let's go! Wild. Tufsi bringing it back. 62%. He just needs to not give him an opening right here. Oh! Crash castle grab. Already fucking GX. Alright, that's 99, so strong. No DI, and he that dies. Ball was really desperate right there. Let's go, Julian. Julian just waiting for the transformation to end. Just practicing his dash dance. Maybe that helps Tufsi to dash dance. Move. Just spam some tech skills, spam some movement. Maybe that helps him find his move. But you never know. I think it's looking. This is over. Pretty no, this. Grim do not, do not underestimate Tufsi. Most agree. He's the man. Haki getting to safety. Just in time. Wait, just grab. Tufsi is so good at baiting out his opponent. And it works so well against Ganon. But then again, he doesn't get too much out of his punish game then. So, I don't know. Yeah, he just stays in place right there. Oh, yes, smash! And that solid is a pretty, smash. That is a pretty low percent kill. Completely off guard. Not there. Oh, right. Another grab. Waiting for it. With the mash out. Goes regen smash. Every forward accounts right now for him. Whoa, what the fuck? Just runs up an F smash him. Haki got the edge cancel, but ooh. Okay. Tufsi's gaining back momentum. Wow. Cool neutral.
Ooh. Yeah, he gets there. Yeah. No, that F smash was so desperate. He should not have gone for that, but Haki doesn't capitalize. Oh, right. Yes, Chelsea, he really wants some of that. But... Barely killing. Come on, Julian! Komm mal, Julian! Berlin bleibt hart! 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 We have the pause Berlin now. Bleibt hart! Yeah. Berlin bleibt hart! Berlin bleibt hart! Berlin bleibt hart! Berlin bleibt hart! Both players just taking the break right yeah, here. Yeah, both players. Microphone just completely. But this has got to be an advantage for Tough City now. What's the chant? Yeah. Berlin bleibt hart! Berlin bleibt hart! Health. Es reicht, Jan. Hart. All right, gucken wir mal, was hier ist. All right. Both just. That's right. Ratman is. Ratman yes, are back. Right. Is 420 cut totally right. Correct. Berlin. Wait, oh what? My oh, God. What? There was. Oh, what? No jump. No jump. God, that was like the pause and a nice bit of music there, you know. And then here we're back in with the. We'll be right back. Yeah, yeah, that's right. With the theme. I heard school in the school. All right! Oh, wait, Tufsi doesn't. Oh, yes, and we are even last stock. Come on, bring it back, Tufsi! Tufsi on his tournament stock. Tufsi! He's got to get to the edge. Tufsi! Oh, and he misses the F smash, but he gets the grab. And what's it going to be? Oh, it's an F smash! No jump. All right. Oh, and the dash to grab. What a bait. Tufsi! All right! Oh! And chance facing! He's not capitalizing! Oh, that! Oh, he gets the grab, and this might be! Oh, Haki getting off stage again! Oh, and that's a grab! That does! Oh! What?! Haki with the early up beat! Oh, no! Grab on the windmill! He's got another chance! Oh, and he gets the flash! Oh my God! Barely not killing! What? Oh, and neutral! No right. Jump, no jump! And no one, jump. And, oh, and he's flash! No, oh, no, no, he's gonna, it, he's leaving, he's leaving! Oh, man! So did Tufsi. This is so both, close! Both have to just take either a break one tip or one forward air. Both taking a break. Oh, oh no, 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 tilt, no, no, and he's on the ledge. He's on the ledge. With the roll back on! Oh, what the hell? Oh, what? Oh, my God! Both these guys not being able to punish each other properly. All the hits. The nerves. Go down the nerves. You can only imagine how they must be feeling right now. It's unbelievable. My heart oh, they're playing so tension right now. Oh, and they're going on for 5.5 all right. All right. He gets the grab. Can he juggle him? Oh, he gets him. Going again. And we go to game Let's five. Go. Tough seat. Game five. Clutches it out. Tough seat balls of steel. Jesus. Man. Christ. What a man, what a set! Now, are we going to Fountain or to Yoshi's? I think we're going to see Yoshi's. I think we're going to Fountain. God. Shoot, shoot. Eagle head. Alright. He's gone Battlefield. Game all right. Five. Alright. I don't think this is legal, but if they stay supreme. We don't oh no, in Germany it's legal. In Germany it's legal. We don't agree. 2-2. Yeah. Zwei, yeah. Let's just go Hyrule Castle, please. Zwei. Game 5, boys, let's fucking go! And the winner is just gonna get 3-0 by Jura. That's right. These are the stakes. So, now it's about who gets 3-0 by Jura. Gegen Jazz. Who gets 3-0 by Jura. Let's find out in this very last game of the set. Alright. Oh, it's FC. What the punish? His punish game has been getting very smash. Trade smash. Is it worth it? He'll take that. He'll because take that. We were talking about that Tufsi had to come up with some new ideas. Yeah. Do you think he did? Because I think he just clutched it out. It's just a, some a nervy shit. Both were so nervous, both didn't even know what they did anymore. Exactly. They just yeah. did some shit they think exactly. is going to so work. Now that we're back to four stocks neutral game, yeah. this is do you think different. That Tufsi is still the underdog going into this? Because I still feel like. I mean, he won the last game. Haki maybe, may have, you know, the mindset of Haki might not be right now. Yeah. Because he kind of threw the last game, you know. Yeah. And now he gets Marth Killer again, just like in the last game. He takes the first stock. But he is at 130. That is definitely kill percent for Ganon right there. Yeah.
Especially, okay, neutral. You know, one F-smash is gonna do it right here. Oh, that was a very aggressive neutral. That's a lot of damage. And here's the combo. That's a lot of damage. Oh, no. Now, that's a lot of damage. Oh, no. That's gonna be a stock. This stock was absolutely amazing by Haki. Incredible. Haki just gaining back the momentum. What's happening? All right, but that does not kill. He's fishing for the up to All right. He wants up to the can bring this back. This matchup, after all, is quite good for Mark, but actually, playing from behind it is difficult, but it's still very, very that F-smash is going to be enough. Alright. Haki's still, still up one stock. Bite 78, you said that two games ago. Tufts has to do some crazy shit to bring it back right here. Alright. You know, every hit is painful. Every hit is painful. Tufts getting stuffed out, he's getting too aggressive. The more Haki feels himself, the more easy it should get for Tufts in theory. Yeah. And that's but gonna Tufts be another Marth killer. Yeah, crazy. It's 3-0 to 1-0. Looking like a dumb game. Yeah, it does look. Tufts looks defeated right here. Ever since the first off, let's see what trading hits like crazy. Haki has had the upper hand, and now he gets an easy 40%. 54. This looks so. 69%. Tufts is done for. Fucking it. That is. And he doesn't even tag. Haki takes it 3-2. In a 1 minute 17 game. Oh, 224, alright. Convincing shorter. Last game. Well, convincing last game right there. And now we got Haki versus Tura. Either that or Gedule versus Kobo. I think we're gonna see winner's finals first. Winner's finals first, alright. Winner's finals first? I don't know. Tyra Haki or Gedule Kobo? Wait, when's the mouse? What are we seeing first? I got the mouse. Alright. Yeah, wait. Winners finals, winners finals. Also, Kobo gegen Geldjunge. Geldjunge. I already get kicked. Forgot your glasses. This right here, guys. Now we are in winners finals. The first two seeds, playing up to their seeds until now. So let's see what's happened. What will happen in this very set? Junge, Junge, es wird kommentiert, meine lieben Freunde. Jungs, pass always wieder zurück. Jetzt muss ich mehr auf Englisch reden. Das ist hier Winners Final, so stell das mal. Ja, Winners Final, ich bin dabei. Er spielt. Nein. Falco auf grün, oder? Er spielt grün. Alright, so we can see Gedjun warming up now. We know he can be insane. We know he can be if he wants to. Both of them can be. Yes, but these two have actually never played against each other. That's so that's really interesting. The first two seeds of this very Acadian have never played each other in even a friendly. Mach mal Winners Final. Hab ich. Winners Final. Dürfte richtig sein on Stream. Ja, Stream ist richtig. So, Jungs, also. Winners Final. Wir zeigen mal kurz die Crowd. mit professionellen Kamerafahrten. Da sehen wir die Crowd. Einige Menschen haben sich versammelt, um das zu sehen. Nee, Maxono. Hallo Maxono und vielen Dank für deine Tipps. Nee, Koro ist schon immer. Ist Koro nicht Dogman? Nee. Anscheinend nicht, sonst wäre er wahrscheinlich nicht Winners Feinde. So, Jungs. Wo wird es hingehen, erstes Game? Ich persönlich würde sagen: Battlefields oder Yoshis. Ich denke nicht, dass beide auf die anderen Stages jeweils Bock haben. Wenn überhaupt. Und Khan joint mir jetzt beim Commentary hier. Hallo Leute. Wir diskutieren hier gerade in einem Selbstgespräch, welche Stage rankommen wird. Ich habe gesagt, entweder Yoshis oder Battlefield. Wenn sie keine Weenies sind. Oder Yoshis. Aber es lohnt sich in Yoshis. Ja, weiß ich nicht. Kommt drauf an. So, Geldjunge hat wahrscheinlich Bock drauf, denn er hat Tyra auf Yoshis gebumst. Deswegen, er fühlt sich auch wahrscheinlich confident gegen Falco auf dieser Stage. Also ich hätte keine Angst, wenn ich Koro wäre. Wenn du Angst ja, zeigst, nee, aber, dann... Ja, nee, aber es geht ja nicht um die Angst, es geht darum, dass, Digga, Fox, dass er sich gut fühlt auf der Stage, so. Guck, er geht Yoshis, guck mal, weil er... Recht okay, Battlefield. Er geht Battlefield. Okay. Er hat dann doch lieber Bock auf die Stage, er will ihn erst rausfinden. Ja, aber baut er seine Maschine auch, ne? Er kann Maschine sein, wenn er will.
Solange er keine dummen Sachen macht. Aber halt, ich glaube, er weiß, dass sein Falk besser ist. Ey, ist er gut gegen Falco? Ist ganz okay, natürlich hat er besiegt, weil er in der Sandwarmer. Nein, das ist bereits das richtige los, Winners Finals! Winners Finals, Alter! Let's go! Winners Final, hi! Oh, Pivot Grab. Normal Get Up. Richtige Rolle. Best Option. Perfekte Rolle. Voll den Saruch! Genau so hätte ich das auch gemacht. What the fuck, the camera dying. What's happening, guys? Ich glaube, er hat seinen Slide-Angle verkackt. Camera's back. Nee, das war schon gewollt so. Das war perfekt. Oh, schön. Schein. Nee, oh, Quatsch. Der Limogen-Kicker ist ein Slam. Sie war keine Ahnung von Spacey. Let's go. Berlin bleibt hart. Berlin bleibt hart. Berlin bleibt hart. Berlin bleibt hart. Und 23% bereits. Kobe muss jetzt doch finishen. Okay. Hätte man tacken können. Ja. Aber vielleicht bei einem. Oh! Die Lemuren King Extensions sind die nicht. Er hätte einfach nochmal F twicken sollen. Gut. Oh, Kurat den Punish jetzt. Ich cheer für den Favoriten. Ich bin ein verdammter Held. Ich cheer für den einzig richtigen. Für den einzig wahren. Goldjunge. Oh, das war smart. Der Drill aus Shield. Oh! Es. Okay. Danke, Sachen von Koba. Okay. Scheiß drauf, Paul! Scheiß drauf! Pick ihn, was er braucht! Yeah. Reverse for there, what's happening? Yo. Oh, he wanted the shield drop back, but didn't have. Unser Junge wird disgraced. Oh, shit. Schön. Raus! Yeah, not giving him the option to SDI right there. Warum redest du Englisch? Einfach so. Ach so. Damit auch unsere Englischen zu. Weißt du, wir sind internationaler Stream jetzt. Okay. Sind wir nicht? Diese, guck mal in den Chat rein, da ist kein einziger Ami drin oder sonst wer. The Redman are back ist sogar bei unseren Weeklies. Da wurde. The Redman are back ist hier! Nee, das ist der Typ, der immer bei unseren Weeklies im Chat ist. What's up, Redman? Geil, Alter. Das ist irgendein Typ, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich weiß nicht, vielleicht sehen wir das Falco-Ditto. Der ist immer in jedem Paul! Hat er ihm gegeben, weil er keine Lust hat. Er hat ganz kurz. Damit will er Koros Mindset stärken. Ihn Overex. Thanks, dude, you are our most loyal follower. Jetzt kommen die Overextensions von Koro. Die Weird Reads. Das war mit Absicht, er wusste, das Game ist dann. Das war ziemlich gut, wie er dort auf Toilette gegangen ist, obwohl er gesehen hat, dass er einen F-Smash charge und sich dann treffen lassen hat. Weil er spielt das Set, Koro spielt nur die Matches. Richtig. Ja. Koro spielt das Battle, Paul spielt den Krieg. Ja, genau. Oh, richtig smart, wie er sich da scheinen lassen hat. Das war absolut gestört. 51%, die nimmt er so fürs Mindgame. Ja. Das war so ein richtiger Arcadian-Upsmash, muss man dazu sagen. Ja. Alle hätten da geupsmashed. Oh, sehr schön. Das war besser. Oh, Koro mit dem Counterplay hier lässt sich auch treffen. Sehr smart. Sehr smart. Hier geht's gar nicht darum, wer den anderen besiegt. Hier geht's darum, wer verliert. Ja. Das ist die wahre Kunst. Gibt ihm die Kante an der Stelle. Oh, wunderbar. Schöne Side-B, dass er sich da dash-tacken lässt. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Let's go. Diesmal nimmt er die Kante. Kann ich genauso unterschreiben. Oh mein Gott. Habt ihr wow. Schade. Ich dachte, der stimmt von der DI, aber... Ja, Koro gibt ihm die Kante an der Stelle. Geil! Ja, komm, hol ihn. Lass dich so verarschen, Digga. Reiß dich zusammen, denk einmal in dein Leben mit deinem Scheißschädel. Und nicht mit deinem riesigen Schwanz. Ich hab den gesehen, ne? Kobubi hat jedermanns Schwanz. Kapap. Oh mein Gott, gefixt! Konstantin ist pädophil. Konstantin looking at underage boys. Jawohl! Konstantin rape geht, Junge! Oh. Jedes Weekly. Das ist wie als PBNJ Wizzy geraped. Hä? Wisst ihr nicht mehr? Nein. PBNJ raped Wizzy. Gab es doch sowas? Ja, du warst da noch nicht in der Szene. Nee, nicht geraped. Aber er war weird. Also ich glaube, der Typ ist halt weird. Ja, der ist super weird. Oh, let's go. Let's dash is on point. Hast du, Mann. Let's go, Koro. Kein Problem, Dekka. Bisschen Gas denken jetzt. Der Paul, den ich kenne, hätte wenigstens sein Match gezogen. Einmal Match. Ja. Ja. Mal, wieso haben wir jetzt eingetragen, dass Geldjunge das erste Game gewonnen hat? Ja, mach das mal, korrigieren wir das mal. Oh! Wie liegt das? Oh, Mama! Oh, lecker!
Fortschritt hat sich auch schon beschwert. Dass wir das gefixt, nee. War ich nicht. Oh, komm schon! Ja, sorry, für meine Schuld, Digga. Ein bisschen, ne, automatisiert schon. Ja, ja. Du überschätzt deinen Boy einfach ein bisschen. Aber der Boy der G. Der Boy der G. Sick wie Leukämie. Er kommt nicht dazu, so sicke Scheiße zu machen. Bruder, er muss sicke Scheiße machen. Oh shit. Er lässt sich einfach. Digga. Wunderschön. Oh, der Jump. Schön. Ah, schade. Ey, warum steht hier nicht Falco Ditto eigentlich? Keine Ahnung, er fühlt den Post einfach. Falco Ditto spielt er nicht so oft. Oh, verstehe. Oh, Alter. Also, er holt meine Follow-ups mehr aus. Na! Okay. Also, Arcadian 1. Denk daran, was ich dir antue und tu's ihm an! Das ist Arcadian 1, 2. Nein, stopp, Bobo, fix dein Arschloch! Fix mal Scoreboard, sonst regt sich Vorzelt wieder auf. Oder ja, ja, Bobo, mach jetzt Comeback! Ja. Also, Jungs. Skin change. Jawohl! Oh! Oh! Ja, Mann, wir haben den Torn! We back Skill. In business, Digga! We back in business! Wunderschön! Oh, jetzt fühlt er sich, Digga. Oh, die Backdrop. Kein SDI auf der Downer, ich bin enttäuscht von dir. Oh! Oh, was? Der erste Stop ist nicht passiert, meine lieben Freunde. Das hat niemand gesehen. Darüber reden wir nicht. Schön, oh. Genau so dasht man weg. Wie ein richtiger Hund. Er ist nervös, Digga. Er ist nervös, Digga. Er kann. Dafür ist Rivka gestorben. Dafür. Schlechtestes Narrative ever. Wirklich, ne? Also Rivka hätte der Türer gefickt eigentlich. Wo war Mario? Du meinst Rivka? Oder was? Herr Bruder, Geld, Junge. Yes! Es ist nicht nur... Es ist nicht nur... Das Momentum Comeback, Jungs. Er weiß ganz genau, was er macht. Dieser Berlin Damage. Er reißt sich zusammen. Okay, doch nicht. Reißt sich zusammen. Nice try, Alter. Schönes Endspurt von Bobo. Aber hat leider nicht. Häng ich einfach ran, häng ich einfach ran. Ja, Mann! Schade! Let's go, Bobo! Fick ihn jetzt, Alter. Wie ein Buch. Fick ihn wie ein Buch. Oh. Oh. Okay, lass es doch. Schön, komm, nochmal Konzentration jetzt. Kann mit den Facts. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Keine Ahnung. Alles, was ich sage, ist Fakt. Oh, es kommt auch nur Shine Down, also. Oh! Alter, let's fucking go. Ey, offline hätte das getroffen. Offline. Let's go! Laserspam. Es klappt nicht mehr. Er braucht neue Sachen. Einmal. Ah, das ist es. Fick ihn jetzt, komm schon, hol ihn dir! Digga! Ja. Oh ja, Mann! Ja! Ja, Mann! Ja, Mann! Komm, Digga! Hallo, Vino! Reiß dich zusammen jetzt! Hey, Vino! Geld, Junge! Geld, Junge! Geld, Junge! Geld, Junge! Geld, Junge! Es ist der Goldjunge! Den Tag eigentlich neu reingemacht oder bin ich irgendwie dumm? Ah ja, warte, ich aktualisiere mal. Die Farbe. Ich muss auch seine Farbe aktualisieren. Ah ja, was spielt er jetzt? Gefickt! Okay, oh, der Taunt! Du guter Mensch! Ihr müsst eigentlich noch ein Test spielen.
wo die Reaktion an der Stelle ist, da kannst du. Ich hab's gewusst, Digga. Ich finde Cora eigentlich Netplay. Safe. Ja? Safe. Ich hab noch nie von ihm gehört, deswegen wahrscheinlich. Ich hab auch noch nie von ihm gehört. Nee, er spielt auch kein Netplay. Echt? Warum? Oh, er wollte rausgehen, hat kurz drüber nachgedacht, aber hat es dann doch nicht gemacht. Vielleicht war dein Preis im Grunde. Okay, Koro fängt an, Koro fängt an, nur noch Smash zu spammen. Ah, danke, danke, Irfan. Sag schon mal 3-1 sein. Ah, okay, verstehe. Am Ende wird halt 3-2 ja, stehen so. Was ist ein Tech? Irfan, erklär mir, seit wann spielt Koro Netplay? Er hat kack Internet, meinte Gaston. Ja, glaube ich auch. Oh! 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 Nein, ihn doch! Nein, ihn doch! Nein! Der erste der Schweinsberg war so Big Brain, weil er unter die Stage war. Egal! Ja, man, wer ist dein Vater? Doesn't matter! Geldvater! Geldjunge rollt nur rein. Geldvater! Ja, guck mal, wenn er nur reinrollt, aber Koro ist nicht panisch zu, warum soll er aufhören? Let's go, Koro! Er fängt an zu moven. Das Ziel! Er fängt an zu moven langsam. Man kann sich zusammenreißen, der Hund. Oh shit, oh let's fucking go. Oh mein Gott, okay, das war sick. Oh. Das war nicht so sick. Oh. Holst du, holst du, hol ihn dir, hol ihn dir! Das war eigentlich eine Downer, aber okay. Nee, Amstertech. Gefickt, 69, Leute. Koro, fick ihn. Ich darf jetzt nicht zu anpatchen. Komm, Paul! Komm, trag schon mal ein! Ja. Ja. Let's go! Ja. Komm, hol ihn dir! Vorbei. Ich hab's nicht gecheckt, Digga. Es ist noch nicht vorbei. Das ist zu viel für mein Herz. Auf geht's, Koro! Auf geht's! Geld, Junge! Das Digga, das ist zu viel für mein Herz. Bei mir auch. Tschüss. Das ist nicht mal irgendwie crazy. Das ist aber das Final schon. Sogar Dennis, dieser Kacklauch. Koro wollte nur rein, die Frau. Oh! 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 Das war's, das war's! Nein, drück L! Ich hätte L gedrückt. Tschüss! Digga! Ich feiere den Typen gar nicht! Er rollt. Er wartet. Ah, ne, oh, smart, 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 smart. Oh ja, oh ja! Oh, Digga, du musst mal kurz alle durchatmen, Junge. Zu viel fix dein Arschloch! Ja, Mann! Let's go, go, komm schon! Bruder, was los? Chico Dinero! Oh Mann! Chico Dinero at work! Chico Dinero! Chico Dinero! Auf geht's, Koro! Ah, Digga! Smarte Follow-up! Berlin bleibt hart! Berlin bleibt hart! Berlin! Digga, du musst schon was machen an der Kante! Oh, der arme Kerl, der weiß gar nicht, wohin! Komm, Digga! Geld, Junge! Jeder ist hier für Geld, Junge. Außer die Nicht-Berliner. Konzentration noch. Letzter Stock, Konzentration jetzt. Oh, er rollt wieder. Aber seid clever. Seid clever. Jungs, ihr seid voll biased. Das ist Berlin. Willkommen in Berlin, Leute. Willkommen in Berlin. Bruder. Ich glaube, Koro sollte eigentlich nicht alles sein. Zwei Leute! Ich glaube, Koro ist zu stark für das. Auf geht's, Koro! Bist du bereit, uns zu umarmen? Es ist noch nicht vorbei. Digga, muss jetzt mit aufstehen. Oh, jetzt! Das war's! Ja, Mann! Jawohl! Jeder ist am Schreien! Es ist so hype! Okay, neue Tyrannen!
Ich dachte, er wird gewaschen, aber er hat es irgendwie noch geschafft. Ich dachte, er war so raus, ne? So. Hier nochmal der Final Score für euch. Geldjunge hat gewonnen. Geldjunge won. Das war geil, Mensch! Ja, noch nicht mehr gewonnen hat, das ist gefordert worden. Mal schauen, Koro muss jetzt. Ja, entweder gegen Tyra oder Haki. Digga, das ist so lustig. Er hat einfach so mit seinem Pop-Up, mit Game Pop-Up gewonnen. Nach jedem Game gepoppt. Nach Big Boss 2-0. Wenn die eine andere Art von Armada ist, ist das Meng. Was? Geld, Junge. Also. Niemals Pop-Up. Du würdest sagen, normaler Pop-Up. Doch, als ich das erste Mal gegen Arthur gewonnen habe, habe ich mega gepop-up. Ja, das hast erste du gemacht Mal. So? Nein, Digga, ich bin hoch. Ich bin auf mein Leben hoch. Yes. Aber es war auch gestört. Ne? Es war Last Stop, Game 5. Ey, kannst du mal aktualisieren? Hier? Das ist ein Drop, das war aktualisieren. Achso, sorry. Wo ist denn? Ich sehe meinen Cursor. Ich kann es nicht schreiben. Kannst du schreiben? Wir schreiben zusammen. Ja, okay. Mann! Ist das Haki? H-A-K-Y? Ja. Ja. Warte, und jetzt. Digga. Tyra. Tyra. Du musst alles schreiben. Du musst alles schreiben. Genau. So. Danke, Mann. Ja, Falco passt. Rot aber, ne? Ja. Haki. Also, ich spiele Tyra gegen. Falco, lecker, ab er. Wo ist denn hier Gennendorf? Ah, da. Das ist nach Tierliste. Puff ist ganz weit unten. Was spielt der für eine Farbe? Ich kann die nicht auseinanderhalten. Blau, ne? Violett, oder? Purple? Ja, ja, genau. Halt. Purple. Einfach auf den Stock eingekommen. Die Gennon-Farben sehen alle gleich aus. Alle Gennons sehen gleich aus. Okay. Sorry, Leute, jetzt ist aktuell. Rivka hat gegen Strawstream verloren und gegen Tafsi. Im Winners Tafsi, im Loser Strawstream. Ja, aber ehrlich gesagt, ey, lass doch über was anderes reden. Über das Match. Ja. Was will Falco machen? Ja, ich habe keine Ahnung. Was soll Gannon machen in diesem Match? Aber jetzt immer ernsthaft. Ey, Gannon ist einfach wie Falcon, nur schlechter. Es ist schon ein Wunder, dass er überhaupt noch zwei Stocks gezogen hat. Also. Muss halt Zeit die machen, um die, ja, die Rolle wegzukovern, ne? Sonst kann das gar nicht covern. Oh, Digga! Guck dir das an! Ey, das macht bestimmt richtig Spaß für Falco, ne? Also diese ganzen Kombos. Ja, es muss einfach das geilste Matchup sein. Für Falco. Der hat die Herzen. Du kannst einfach auf Edgeguards missen. Warum eigentlich nicht, Digga? Also, let's fucking go. Der F-Smash wird attacken. Es ist rough. Es ist rough. Es ist echt. Echt hart. Wer hat denn von den beiden das höhere Seeding eigentlich? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Tatsächlich Tyra um einen Seed gewinnt. Ja, um einen Platz. Beide zweiter Seed, ne? Also genau. Zweiter. Ey, krass. Was ist der Kage eigentlich? Ist nicht eigentlich alles, was Gendorf macht, der Kage? Der Kage ist, wenn du einfach ein komischer Typ bist. Komisch, weil du Gendorf spielst, oder? Ja, Gannon, Konsti hat recht, Gannon Mains sind alle irgendwie komisch. Bis auf Haki. Er ist. Selbst Haki ist eigentlich komisch. Aber er ist ganz lieb. Marth Mains sind komisch. Nee, überhaupt nicht. Marth Mains sind richtige Normalos. Das heißt, ja, deswegen, ja. Zu normal, weißt du? Was? Nein. Marth Mains sind quintessentielle Melee-Spieler. Also die sind halt. Marth Mains sind die Steuerzahler an Melee. Marth ist das Finanzamt von Melee einfach. Das Geld in die Stadt für die Steuerzahler. Ach, fuck. Dankeschön, Julian. Was ist das jetzt? Losers, ne?
Du sagst Semmel. Semmel. Oh shit. Ihr könnt leider nicht sehen, wie wir. So, wir müssen alles klein schreiben, weil wir dienen die Tastatur zu zweit. Und es ist ein bisschen zu hart, Shift-Lock-Cooperation zu machen. So. Ich kann auch Shift drücken. Ja, aber es ist zu hart. Also. Wir sind kein Doubles-Team, sonst könnten wir das machen. Kage hat nichts falsch gemacht, sagst du also, ja? Kages Intentions were pure. Das war ja der Kage Twitter-Fight mit Niki. Den hab ich mitbekommen, der war super trash. Aber ehrlich, das war. Oh! Oh! Kage hat das. Das ist der ja nur Falco's Go von Transfer Character in Game. Smash einfach. Ja, Mann. Armer Haki. Das ist echt hart. Wir müssen eigentlich so Spenden sammeln für Gernon Mains. Da hat Führer dann wahrscheinlich gewonnen. Ja, die haben gespielt. Runde 2 oder Runde 1. Ich finde, wir sollten Spenden sammeln für Gernon Mains einfach. Sie hungern. Ein Herz für Ganons, das ist echt hart. Guck dir das an, er kann machen, was er will. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ach so, verdammt, tut mir leid, Leute. Ich habe den Score nicht aktualisiert. Das ist der aktuelle Score. Es tut mir leid, das ist der aktuelle Score. Schlagzeile. Berlin glaubt nicht an Comebacks. Schlagzeile, Berlin bleibt hart. Schlagzeile? Fragezeichen. Berlin, Fragezeichen? Der Führer ist eigentlich so ein. Er ist eigentlich noch Berliner. So. Er ist öfter beim Weekly als Kahn. Oh, schöner Teil. Obwohl er. Ich kann nicht mehr, jawohl. Ein bisschen, ja. Ich habe leider keine Zeit mehr. Ja, das kann man verstehen. Scheiße. Ihr müsst mich wieder zurückverdienen. Das Geld immer gewinnt, oder wie? Genau. Der ist eigentlich Berliner, aber er kommt so oft nach Berlin. Er war, glaube ich, in den letzten zwei Monaten viermal da oder dreimal. Ich glaube, ich mache die zwei wieder runter. Das Set ist durch, Jungs. Dann machst du nichts. Mach mal über 0. Okay, nee, es ist true. Das ist 2-0. Ja. Wir sind hier in Europa, wir spielen PAL. Das ist leider nicht NTSC. Ich finde, wenn NTSC wird, ist dann auch UCF verboten, um wirklich Competition in Amerika nachzumachen. Mir ist egal, ob wir UCF verbieten tatsächlich. Mein Controller ist gut. Von UCF profitiert nur ihr. Oh shit. Digga, Tyra wirklich am Ausrasten, ne? Es ist unglaublich. Ab und zu mal auch gerne selber gefunden. Nee, wirklich, guck mal, als Fox, das macht man so gegen die Laser. Du nimmst ihn und dashst irgendwie weg oder du machst Wave Dash out of shit. Ganon kann das einfach nicht, ich hab keine Ahnung, was macht denn Ganon? Er nimmt ihn und tiltet oder so, keine Ahnung. Ja, nehmen auf jeden Fall. Ja. Irgendein Ganon Pro soll mal irgendwas schreiben. So das ist so schlecht. Super jede Hitbox von Falco zerstört Ganons Grab wahrscheinlich. Oh, Digga, guck dir das an, was? Das ist doch unglaublich. Ja, ist, ja. So, Weinen out of shield, das ist wirklich true. ich glaube, shielden, wenn du stehst, hast du schon verloren. Oh, das war cool. Das war super. Ballsy. Das ist hart, Mann. Ah, das ist so hart. Das Matchup bleibt hart. Stell dir vor, dein Charakter ist so. Stell dir vor, dein Charakter müsste gegen Falco einfach jabben. Das ist ein Neutral Opening. Stell dir vor, das ist so bitter. Stell dir vor. Es ist weiter. Stefan, du kannst Falco nicht Shine spiken. Das wäre echt schade eigentlich. Stefan, dein Charakter recovered wie CF. Das wäre echt schlimm. In Slow Motion. In Slow Motion. Aber Ganon's Recovery ist tatsächlich besser, finde ich. Aber auch schlecht. Ist aber trotzdem scheiße. Also, das ist wie CF, dauert nur ein bisschen länger zu entspannen. Oh, jetzt geht's los. Oh. Nee, überhaupt. 2-0, Türer.
Nee, ey, Ganon's Recovery ist wahrscheinlich besser. Ah, egal, ist vorbei. GG's. Good games an Haki. Haki ist Vierter geworden. Recovery ist RPS. Tyra Koro kommt jetzt. Was hältst du davon, von dem Statement? Die Recovery ist RPS, nur das Opponent drinnen hat. Ich finde halt, die sind beide so schlechte Recoveries von CF und auch von Ganon, dass egal ist, wessen Recovery schlechter ist. Also, man muss nicht drüber diskutieren. Der Falco spielt cool, das ist SSBM Tyra. SSBM Tyra. Super Smash Bros. Melee, eigener SSBM Tyra. Ey, ich hab so Durst, ich kaufe mir was zu trinken, ne? Bis gleich. Ah, nee. Baumwolle, ich hoffe, dir geht's besser. Baumwolle ist krank. Baumwolle? Krank. Wir müssen zusammen schreiben. Wir müssen das machen. Okay, los geht's! Wo ist die Maus? So, die kann auch ein Beamer sein. Du musst ja entweder nach ganz links oder ganz rechts. Da ist es. Tyra ist wahrscheinlich rot. Tyra ist rot, glaube ich. Konati. Ja, ich habe gehört, Koro ist ein nicht schlechter Spieler. Die haben das Scoreboard im Griff. Aber ist Koro gut genug für Tyra, den Boy, den G? Ja, ich finde, Koro ist ganz schön anders hier. Das haben die wirklich gesagt, ne? Diese verdammten Bayern. Die wussten nicht, wie ihnen geschieht. Kann man jetzt wieder normal spielen hier oder rastet Berlin wieder komplett aus, wenn Koro verliert? Nein, Tyra ist auf jeden Fall auch ein Berliner Atze. Kannst mehr als Koro. Kann auch für Tyra sein. So. Weißt du, der ist Bayern und Berlin. Genau. Er ist die Brücke. Tyra vereint alles, was du jemals wolltest. Bayern und Berlin in einer Person. Was? Franken und Berlin. Möchte leben. Wie ist das Dorf, wo die herkommen? Krona. Krona. Das ist Losers Finals. Losers Finals. Geld Junge One. Yeah, okay. Was? Julian hat begonnen, Benno zu besiegen. Wer auch immer das ist, wer kennt meinen Namen? Hey Irfa. Inukus Leaf. Jetzt haben wir das Scoreboard wirklich im Griff. Hey Irfan. Sorry. Tyra kann das sogar ziemlich gut gewinnen, weil er hat halt, ich glaube, 90% seiner Spielzeit gegen Falco oder Fox gegen Falco. Ja. Also Tyra natürlich, er ist eher der Underdog-Pick hier, aber das Matchup gerade, ja, das ist für ihn eigentlich der beste Outcome so. Gegen Geldjunge wäre ekliger geworden, denke ich mal. Was? Das war. Oh! Das hat er sich abgeschaut. Scheiße. Tyraro! Warte mal, kannst du die Kamera ein bisschen hinkriegen? Ich hatte die Schauer jetzt schon gedreht, aber. Oh. Ja, das geht auch. Ansonsten kannst du den ganzen Kasten drehen, das ist noch besser. Sponsor bei Dima. Nee, wegen des Beamers. Dude, das ist 100-mal schlechter. Okay, ich mach das. Ich mach das schon selbst. Ich mir sagen, wie ich mein Spiel gelaufen habe. Ich wollte gerade auch sagen, so. Nee, das kann ja nicht sein. Schade, ekelhaft schlechter Winkel. Oh Mansen. I eat ass ist übrigens im Chat. Das ist hier toll, der CEO aus München. Es gibt in München einen anderen CEO als Technik. Es gibt einen anderen Samenspieler als Storm Red. Ist auch aus München. Der ist nicht mal aus Reise. Du hast keine Ahnung am Michael. Hey, Reise, wie war das Südwest-Acadian? Wer hat gewonnen? Ja, der Gewinner muss Netplay gegen den Gewinner hier. Gegen stimmt, ja. Wahrscheinlich. Der Gewinner vom Südwest-Acadian, also Gash, muss gegen den Gewinner von unserem Acadian spielen in Netplay. Wir kriegen das irgendwie hin. Wir kriegen irgendwie eine Connection da. Alle zu Konati. Also Gash spielt dann gegen Tyra, Geldjunge oder Koro. Im Netplay im Best of 7, würde ich sagen, mit Pokémons Pokéfloats an. Anders geht's nicht. Iron Man, um den wahren
Alter. Ja, Asta, Bruder, es ist soweit. Wer ist am Mic? Ich weiß es nicht. Es sind Ruffsy und der Jüngste der Ulrichs. Oh, Atzig! Alter. Oh, Mann! Thürer macht so Homie-Stock-Recovery. Oh, oh, oh. Oh, Maxi! Shoutouts an Maxi. Oh. Das Ding ist so, auf mich wirkt das meiste, was Thürer macht, immer ein bisschen gimmicky noch so, weißt du? Thürer macht dann immer so, wenn er eigentlich ein Follow-up kriegen könnte bei niedrigen Prozenten, macht er trotzdem eine Scheinbär. Und ich denke mir so, weiß nicht, Dicker. Egal wie oft du Neutral gewinnst, ich glaube, so gewinnst du das Match nicht, ne, weißt du? Das ist Leike und Thürer zusammen. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Kevin würde genau so spielen, Mann. Shoutouts an Asta. Das ist ehrlich gesagt nicht so schlecht. Egal, Koro! Asta ist nicht eligible fürs Dings hier, fürs Arcadian leider. Ich glaube, ich freue mich schon, wenn Geldjunge gewinnt und mein das nächste Arcadian wieder gewinnt. Wenn wir aufhören, Asta zu bannen. Geldjunge zu bannen. Nee, also ich finde auch, Geldjunge hätte eigentlich, dadurch, dass er als Erste gewonnen hat, ja, nicht mehr eligible sein dürfen. Eigentlich schon, das war eigentlich das Prinzip des Arcadians. Ja, dachte ich auch. Hat jetzt das Level transzendiert, so. Ganz ehrlich, wäre das ein anderer Charakter als Fox, wäre locker gewesen. Oh. Warum denkst du das? Warum denkst du das? Stell dir vor, es wäre ein Eis. Dann hätten wir den gebannt. Naja, okay, ja, okay, ich sehe, was du meinst. Ja, ich sehe, was du meinst, ja. Wenn vor 2 Jahren ein Arcadian gewesen wäre und Luca das gewonnen hätte, hätte mir gesagt, ja, der nicht mehr. So, ne? Ja, safe. Also ich habe jetzt keine Meinung dazu sagen, aber es ist einfach so. Ist Koro besser als Asta? Nee, oder? Ich würde sagen, nee, oder? Ich meine, Asta, der Boy der G, er hat Clemens besiegt. Und Clemens ist ein Geisterfahrer. Schaffst du, Koro, komm! Ja! Und wär's nicht Berliner, wäre ja auch ganz ehrlich. Hammer, reiß die zusammen! Yes! Schade, schade für Thürer hier. Aber da war er halt einfach auch nicht präzise genug mit der Recovery. Da kann er sich auch nichts anderes ausmalen als das. Komm mal, Thürer! Komm, Thürer, fick ihm, was er braucht! Was ist das für ein Geräusch? Das ist ein Geräusch. Jetzt Clemens immer falsch rum auf der Autobahn. Wo ist eigentlich Buxbaum? Oh shit. Wo ist eigentlich unser Kommentar? Ey, Buxbaum hat vorhin gefollowt und ist nicht mehr da. Flashback. Sorry. Oh! Geldjunge blieb hart. Geldjunge hat Winners Final, lag er 0-2 hinten. Dann habe ich gesagt, Dicker, diesmal nicht. Nee, gegen Buxbaum hat er 3-0 verloren im Winners Final. Hat er Falco gespielt und dann kam er aus dem Losers mit Fox zurück. Und ich habe vorhin gesagt, Dicker, diesmal nicht. Diesmal bitte nicht aus dem Losers uns diesen Krimi antun. Und er so, okay. Und dann hat er 3 gewonnen. Das war schon so die geilste Turniererfahrung. Um da zu sein. Ja. Oh, und das, genau, das, was Thürer macht halt, ne? Er macht diese Scheinbär und dann macht er das Edgeguard nicht. Es war zwar knapp, aber ich glaube, es gibt halt einfach ein besseres Setup dafür aus diesem Schein, wenn man den kriegt, anstatt dieser Backair, wo man viel zu weit weg ist. Ich hab Blitzer natürlich gar nicht gesagt, ich schieß keine Laser und dann kriegt man Edgeguard. Ja, mit Double Laser von der Edge. Lass das, das geht nicht besser. Oh, das ist gut, das ist besser. Entweder das ist besser. Es geht nicht besser, es ist besser geworden. Es ist besser geworden, du hast magische Hände. Aber dafür ist das Trapez komisch. Oh. Guck mal, nachdem Thürer 2-0 hinten liegt, hat er immer noch ein bisschen Kampf in seinem Herzen übrig. Um diese ganze Sache ein bisschen spannender zu gestalten. Aber Koro halt auch einfach ein bisschen Big Brain so. Steht 2-0 für Koro. Und das Problem, was wir hier haben, ist, Koro hat ja schon mal 2-0 vorne gelegen heute. Und das lief nicht so richtig gut für ihn. Kann Thürer sich diese Probleme in der Adaptation, kann er sich das, oder in der Adaption, kann er sich die zugute machen? Zugute machen, sagt man das? Oh, wow! Mit den Hacken! Nice, das war's.
Nee, er hat noch einen Sprung. Und genau das war es nämlich nicht. Und Jan Saathoff beweist wieder mal, dass er nicht weiß, ob man springen kann oder nicht. Au! Adaptation? Nein, Adaptation ist eigentlich das, wenn du... Richtig ratest auf einmal. Und Adaption ist doch eigentlich das Richtige, oder? Adaption ist doch, wenn du... Wow, Koro! Fick in die Arme! Fick in... Oh mein Gott! Wie geil war das? Okay, irgendjemand sollte diesen Scheiß gerade klippen. Atze Koro ist dieser Mann. Clip den Shit. Wow. Wowie, wawa. Können wir ein Ausrufezeichen Clip im Chat haben? Das gibt's nicht, das funktioniert nicht. Können wir... Zero to death. Können wir einfach den Clip-Button drücken? Ja. Jetzt Grand Final, ne? Ja. Hol den Dick raus! Nicht on Stream, bitte. Wir haben gerade erst den Zapfer. Wir werden gebannt. Ich hab nichts gesagt. Mach, was du nicht lassen kannst. Es ist Adaption, oder nicht? Es ist Adaption und nicht Adaptation. Ich dachte, Adaptation ist das, wenn du... Also wenn beispielsweise Leute, die eine Buchgrundlage, eine literarische Grundlage nehmen und daraus einen Film drehen, dann ist das Adaptation. Aber es ist halt schwierig, weil auf Deutsch ist es ja die Adaption. Aber auf Englisch ist Adaption was anderes als Adaptation. Was? Nee, alles gut. Naja. Mach gut. Würde ich schon gerne machen, ja. Adaption ist die Anpassung, ja, oder? Ich bin euch blöd, hör doch mal. Und Adaptation ist, ja, wie bezeichnen wir das dann? Nicht Anpassung, sondern... Jetzt haben wir's. Wir nennen es dann Adaption. Ja, schwierig, schwierig. Grand Final Hype! Grand Final Hype! Let's go, Leute. Wir sind aber auf Arcadian. Es wird gespult. Wow. Gespult, Alter. Wow, Geldjüngs. Da kommt die ab, ja. Halt die. Der güldene Jüngling, aber er steht immer normal auf. Ich hoffe, er checkt das nicht. Wow, dass das nicht funktioniert hat, war ein bisschen sehr slippy so von ihm einfach. Aber der Stock, der ist weg. Keine Tipps, nein, ruf nur. Keine Tipps. Wer hat dir die Tipps nein gerufen? War das der du? Keine Tipps. Oh. Nein, was ist das denn für ein Scheiß? Oh Gott. Bestimmt. Warte. Gork. Gork, Digga. Was ist das hier? Das muss weg, das ist null. Ja. Besser ist es. Ich bin der deutsche Gimmer. PM getötet. Genau deswegen, ja. Oh! Alter, ja, aber damit konnte er nicht. Das ist übrigens das passiert, wenn du nicht die Eis, nachdem du getroffen wurdest, aus einem Hit, aus dem du nicht gelandet bist. Dann passiert das. Aber das hat was mit Stale Move zu tun. Nee, auf keinen Fall. Okay. Wenn du gescheint wurdest und dann nachdem du... Oh mein Gott, Geld, Junge! Und was ist der Mann? Wenn du gescheint wirst von Falco und dann Reach-Up machst und dann nochmal gescheint wirst, dann hast du diesen wonky Flug für sie. Ah, let's go. Hast du das letzte Arcane hier nicht gesehen? Der Held gewinnt am Ende, Kollege! Der Held mit dem Geld? Gewinnt am Ende, Kollege! Der Geld gewinnt am Ende!
Die hat Koro gegen mich vorhin auch gepickt. Ich hatte das Gefühl, er war dann doch ein bisschen besser, weil er weniger Mobilität auf den Punkt bringen musste, sondern mehr aus Situationen, in die er geforst wird, kontern konnte. Und ich habe das Gefühl, dass das für ihn vielleicht hilfreich sein könnte. Aber dann wiederum glaube ich, dass Geldjunge darin auch relativ gut ist. Also ich weiß nicht, wie die... Oh, Scheiße, Alter. Oh, ich habe so Angst vor diesem Schein. Oh! Ah! Wow! Meinst du, das ist von Koro gerade absichtlich gewesen, um Geldjunge aus dem Konzept zu bringen, weil Geldjunge, wenn er Momentum bekommt, wie wir vorhin gesehen haben, sehr viel heftiger ist. Oh mein Gott, was für ein Tag! Was für ein Tag war das? Komm schon! Ficky! Yes! Er hat eine Down Smash von Falco geovercheckt mit SDI an die Kante. Das war krank. Das war krank. Meinst du nicht, der ist einfach nur hingerutscht? Nee, auf keinen Fall. Er weiß. Koro hat Down Smash geschafft. Ich finde, wir haben hier 50-50. Da kann hier im Prinzip jeder. Wow. Immer die Habits, Digga. Ja, sie war Kranek. Ich möchte, dass du für mich ganz groß Mann tippst. Oh! Den hat man gesehen. Oh, wow. Oh, der Marv-Main hier im Hintergrund. Nee, das ist kein... Oh, da wurde Konzis Falco-Antipathie gerade ein bisschen getriggert. Konzi ist auf einmal für Koro. Komm schon, hol ihn dir jetzt, hol ihn! Fucking bitte, es reicht. Au, oh, au oh, Mutter, wer ist dieser Mann? Oh, oh, das ist die Down-Air, aber au, oh, wow, schönes Slide-Off aber von Geldjunge, muss man sagen. Da kam keine F-Smash mehr durch, wie noch im letzten Set. Und das ist das Dösero! Für Geld, Mann! Los, Koro, reiß dich zusammen, was das? Ich will nur mehr Mini sehen. Let's go, Kohle! Let's go, Kohle! Auf geht's, Koro! Sendbursche. Oh, Digga, der hat keine Langscheid hinter mir tun. Das Ding ist, ich glaube, dass bei Geldjunge ist es halt richtig schlimm, ne? Also für jemanden, für einen Spieler, der unerfahren ist, wie Koro zum Beispiel, also verglichen mit, ja, also Arcadian-Level unerfahren, ne? Verglichen mit so Veteranenspielern mäßig. Ich glaube, es ist für ihn halt mega schwierig, damit umzugehen, wenn jemand sich wirklich fühlt, wo so wie Geldjunge. Und Geldjunge lebt halt dieses Momentum, so, ne? Dicker, dieses 3-0 Comeback aus dem Winners, oh, Atze. Und ich habe das Gefühl, das sitzt Koro in den Knochen gerade. Weil Geldjunge halt wirklich mit ihm macht, was er will. Und je mehr Geldjunge was richtig so Swaggy-mäßiges macht, desto schlimmer sieht das für Koro aus. Dann sagt er so, oh Mann, hat er mich gerade in der F-Smash gekillt. So, weißt du? Nein, oh nein. Ja, Mann, ein Profi. Mit dem L. Er hatte ja nur 150. Krasser Homie, da brauche ich auf jeden Fall noch einen Applaus, bitte. Ja, okay, hier. Hey, Digga, Homie-Stock ist für Dullis, Alter. Hey, ich will niemals Homie-Stock spielen. Fuck you! Vielleicht Freeplays. Das sieht so scheiße aus. Digga, ja, ey. Wie gesagt, ich glaube, also, das, die sind halt so... Die sind halt psychologisch so grundlegend unterschiedliche Spieler, weil Geldjunge genau das braucht. Ja,
was er bekommt gerade. Und Koro das Gegenteil davon einfach ist, so, weißt du? Er hat auch Kopfhörer drin, er will das auch alles gar nicht hören, so, weißt du? Guck dir das an, hast du gesehen? Oh mein Gott! Und die aufgeladene F-Smash! Und auch ob die trifft oder nicht, ist ihm egal, weil Geldjungen kriegt, wenn Geldjungen den Kill jetzt kriegt, Digga. Ja, gut, Digga! Und Koro sieht erstmal ruhig aus, aber ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht, wie ruhig er wirklich ist. Ich würde ihn gern wenigstens ein Match ziehen sehen, so, weißt du? Weil ich denke, das hat er auch verdient. So, das vor allem nach dem läppischen 3-2 vorher. Ja. So knapp, es war so knapp. Es war vor allem Game 4, war halt überkrass so. Aber ich habe das Gefühl, dass das Momentum, was Geldjunge da rumgedreht hat. Komm schon, hol ihn dir! Das, ja. Geldjunge, das Momentum, was Geldjunge da rumgedreht hat, das ist halt immer noch präsent irgendwie. Da Geldjunge gerade so viel heftiger ist. Und er macht halt auch, was er will. Er spielt auch nicht vorsichtig oder so, Digga. Er macht, was er will. Guck dir das an. Hast du das, genau. Er hat alles, Alter. Er hat alles. Gerade. Und das war beim letzten Arcadian genauso. Er hat, komm schon! Er hat, oh, er hat. Siehst du, und Geldjunge, slide die Eye. Und Koro weiß nicht. Sag, Alter, den Hacken. Den Hacken gegeben. Komm, Koro! Aber ich glaube, das kann eigentlich nichts mehr werden. Und das war's! Geldjunge 3-0!